Herzlich willkommen, liebe Sportbegeisterte, liebe Bewegungsfreundinnen und Bewegungsfreunde. Herzlich willkommen zur DTB-Denkfabrik, dem Gespräch des DTB zum Thema Bewegung, Sport, Gesellschaft und Politik. Die heutige DTB-Denkfabrik wird verantwortet von der Turner Jugend und hat den Titel »Kindheit kann nicht verschoben werden«. Es gab bereits 9 Denkfabriken, alle im Herbst letzten Jahres. Und dieses Mal fangen wir sozusagen eine neue Staffel an. Die alten Denkfabriken sind übrigens immer noch online auf YouTube abzurufen. Jetzt aber nicht abschalten im Sinne, ach ja, Mensch, dann gucke ich mir das später an. Nein, wir brauchen Sie, Ihre Fragen, Ihre Themen, eure Fragen, eure Themen. Ich bin gerne beim kollegialen Du. Freue mich, dass die Menschen, die heute am Gespräch teilnehmen, alle miteinander verabredet haben. Wir sind beim sportlichen Du. Was ist die DTB-Denkfabrik? Sie soll sensibilisieren, Themen ins Bewusstsein bringen, die nicht so ganz schnell erkennbar sind. Und sie soll Menschen ins Gespräch miteinander bringen, also alle, die zugeschaltet sind. Ihr irgendwo auf der Welt, in Deutschland, könnt teilnehmen. Wenn ihr uns über YouTube seht, habt ihr einen Chat, der wird beobachtet und immer wieder werden wir Fragen aus dem Chat reinholen. Ich bin Rainer Schmidt. Warum moderiere ich die DTB-Denkfabrik? Es gibt dafür gleich mehrere Gründe. Ich bin erstens ungeschlagener Dorfmeister im Teppichstangenhängen. Ich muss das kurz erklären. In unserem Dorf gab es eine Teppichstange. Der Wettkampf ging so, die Kinder sprangen hoch, hielten sich fest und wer am längsten hängen konnte, der hatte gewonnen. Ich kam gar nicht dran, habe mir also einen Stuhl geholt, mit den kurzen Armen, zack, über die Stange. Ich konnte da stundenlang baumeln. Und seitdem bin ich immer wieder als Moderator für den DTB und die Turnerjugend unterwegs. Ich bin gleichzeitig auch ehemaliger Leistungssportler und habe... Nur um ein bisschen anzugeben, heute meine Peking-Paralympics-Tasse mit Tee gefüllt. Köstlich. Ich bin Tischtennisspieler. Eigentlich lebe ich nach dem Motto, Sport ohne Ball ist Therapie. Aber auch das passt heute. Es wird nämlich um das Thema Gesundheit gehen. Bewegung macht gesund. Ich bin nicht nur Moderator, hin und wieder auch als Kabarettist unterwegs. Wir haben verabredet, wir werden eine sehr fröhliche Gesprächsrunde sehr ehrlich miteinander haben. Und damit das gelingt, bin ich heute bei Ihnen und euch. Thema, habe ich gerade gesagt, Kindheit kann nicht verschoben werden. Kindheit kann man nicht verschieben. Die Covid-19-Pandemie hat unser aller Leben ziemlich verändert. Gesundheit und Schutz von besonders gefährdeten Menschen ist in den Fokus getreten. Die besonders Gefährdeten waren in der Regel Senioren, Vorerkrankte und Wirtschaftsunternehmen. Ja, die zählen wir dazu. Kinder und Jugendliche hatten aber auch erhebliche Einschränkungen, waren aber oft nicht so im Fokus. Hin und wieder natürlich die Schule, das ist klar. Heute werden wir auch fragen, was brauchen wir, wie können wir Bewegung und Sport angesichts der Pandemie, angesichts der Delta-Variante einer erwarteten 14. Welle im Herbst gestalten. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt den Chat, bitte macht reichlich davon Gebrauch. Hin und wieder werde ich Annette Weimann in unser Gespräch reinholen. Sie ist die Geschäftsführerin der Turnerjugend und sammelt alle Fragen und behält alles im Blick. So, jetzt darf ich euch die Diskutanten vorstellen. Allerdings einen muss ich zuallererst mal entschuldigen. Wir hatten Samuel Koch eingeladen. Den kennt ihr, den kennen Sie. Der hat eine ganz besondere Beziehung zum Thema Bewegung, ehemaliger Leistungssportler, dann verunfallt und hat einen
Prozess hinter sich, wie habe ich ein gelingendes Leben ganz ohne Bewegung, weil ich jetzt gelähmt bin. Es tut ihm wahnsinnig leid. Er hat gesagt, bitte, bitte ladet mich zu einem anderen Gespräch wieder ein. Das Thema Bewegung, Gesundheit liegt mir sehr am Herzen. Also herzliche Grüße von Samuel Koch. Jetzt sind also zugeschaltet zwei blonde Frauen und zwei dunkelhaarige Männer, die ich zuerst vorstelle, weil die beiden Männer kommen aus Politik und Gesellschaft. Als erstes Behzad Bohani für die Bündnis 90 Grünen, heute hier zu Gast bei uns. Ich mache es schnell. 1984 in Teheran im Iran geboren, lebt seit 1990 in Hessen, hat an der Uni Gießen Politik- und Literaturwissenschaften studiert, da auch noch eine Lehrbeauftragung, arbeitet noch am Stadttheater Gießen, ist ehrenamtlich im Vorstand der Sportjugend Hessen. Also ihr merkt schon, der Sport wird jetzt immer wichtiger. Ursprünglich hat er mal Fußball gespielt, ist aber jetzt leidenschaftlicher und lizenzierter Zumba-Instruktor und begeisterter Zumbatero. Ich wusste auch nicht, dass ihr so heißt. Herzlich willkommen, Zumbatero. Ist auch noch Gasttrainer bei Blau-Gold Gießen, Inklusionsbeauftragter, Integrationsbeauftragter beim Sportkreis. Aber warum ist er heute hier? Einer von zwei Votenträgern der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik von Bündnis 90 Die Grünen und Platz 12 der hessischen Landesliste für die Bundestagswahl. Also ich könnte sagen, MdB in spe. Und er ist gleichzeitig, und das ist das Letzte, was ihn qualifiziert, zweifacher Vater. Die Kinder sind 2 und 4 Jahre alt. Herzlich willkommen, Besat. Ganz herzlichen Dank. Den Hallo. zweiten dunkelhaarigen Mann stelle ich auch gerne vor, Falco Moers. Er ist das, was Besat noch werden will, nämlich Mitglied des Deutschen Bundestages und zwar schon seit 4 Jahren, seit 2017. Auch er, Jahrgang 1984. Ihr merkt sofort, das war Teilnahmevoraussetzung. Man muss 1984 geboren sein. Und da fallen mir zwei Stichworte zu Falco ein, lokal und international. Er ist SPD-Abgeordneter für Helmstedt, Wolfsburg, Boldecker Land, Bromme, war jahrelang Pfadfinder, ich glaube heute immer noch mit den Pfadfindern verbunden, aber nicht nur lokal, sondern auch in Afrika tätig. Und ich sagte das zweite Stichwort international, Jugenddelegierter der UN-Generalversammlung im Vorstand des Europäischen Jugendforums, aber auch wieder lokal seit 2012 im Stadtrat Wolfsburg, zurzeit Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Ihr merkt schon seine Qualifikation. Und Mitglied im Beirat für Digitalisierung. Daneben hätte ich fast vergessen, stellvertretender Aufsichtsrat, Vorsitzender des Kulturzentrums Hallenbad, ausgebildet als Diplom-Kaufmann, hat in Wolfsburg bei einer namhaften deutschen großen Firma gearbeitet. Und wer jetzt denkt, ach Mensch, da ist ja so ein Klischee-Mensch, von 1991 bis 2004 hat er die Freie Waldorfschule in Wolfsburg besucht und erfolgreich abgeschlossen. Ihr merkt auch, die Walldörfler sind wahnsinnig gut im Erfolg in dieser Gesellschaft. Herzlich willkommen, Falco. Jawohl, hallo in die Runde. Mit den beiden Frauen mache ich es schneller, denn die sind beide als Funktionärinnen für den Turnsport hier. Als erstes stelle ich euch vor, falls ihr sie nicht längst kennt, Kerstin Holze. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Kinderturnstiftung und vorher war sie 10 Jahre Vorsitzende der DTJ, also sozusagen die Vorgängerin von Wiebke und bei etlichen Gremien des Sports bis hoch in den DOSB. Sie ist selber auch Sportlerin. Schwimmen, Hockey und Rudern hat sie ausprobiert. Ich weiß gar nicht, was das Liebste war. Ich kann sie ja nachher mal fragen. Von ihr stammt übrigens dieses Zitat: Kindheit kann man nicht verschieben. Auch sie ist Mutter. Drei Kinder im Alter von 4 bis 9. Die sind, glaube ich, alle zu Hause und machen gerade das Gymnastikübungsprogramm, während die Mama hier in der Online-Konferenz ist. Herzlich willkommen, Kerstin. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Und schließlich Wiebke Gleschinski. Sie ist die Vorsitzende der DTJ
Wiebke, du bist groß geworden im Kinderturnen und warst schon mit 12 Jahren sozusagen im Sprung in die Funktionärsschiene, nämlich im Veranstaltungsteam des Berliner Turn- und Freizeitbundes. Der heißt jetzt so, früher hieß er anders. Seit 2020 bist du aus beruflichen Gründen in Peking. Beruflich Wirtschaftsjuristin, hast viel mit Personalmanagement zu tun, wohnst jetzt in der 16. Etage. Auch für dich habe ich meine Peking-Tasse rausgeholt mit deiner Familie. Das heißt, auch du hast 2 Kinder zu Hause, die sind 2 und 6 Jahre alt. Also auch du in einer Doppelrolle in unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Wiebke. So, Vielen Dank, ich freue mich. jetzt kennt ihr alle 4 Menschen. Wir haben miteinander verabredet, dass ich gerne jeden Einzelnen ganz kurz interviewen möchte und wir dann sozusagen ins offene Gespräch zu den Themen gehen. Und in dieses offene Gespräch könnt ihr euch dann über den Chat einmischen. Kerstin, ich möchte gerne dich zuerst fragen, weil du Kinderärztin bist, neben deiner Funktionärsrolle. Und das erste ist tatsächlich eine ganz persönliche Frage. Wie hat die Pandemie dein privates und dein Berufsleben verändert? Also mein Berufsleben ist komplizierter geworden, was ganz faktisch an so Sachen hängt. Wer mal eine FFP2-Maske 12 Stunden in einem Krankenhaus ohne Klimaanlage getragen hat, weiß, wie schön frische Luft ist am Morgen danach. Und es ist in den Kliniken einfach komplizierter geworden. Wir versuchen unsere Patienten natürlich möglichst zu schützen voreinander, vor dem, was wir da reintragen. Das hat es wesentlich schwieriger gemacht. Und privat hat die Pandemie unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Also meine Kinder waren in den letzten 12 Monaten größtenteils zu Hause. Ich habe mich als Grundschullehrerin ausgebildet. Ich habe dem Erstklässler Lesen und Schreiben beigebracht. Ich habe Referate über die Tiefsee mit dem Drittklässler erarbeitet und nebenbei das Kita-Kind bespaßt. Das hätte ich mir niemals so vorstellen können. Und das ist schon auch etwas, wo ich denke, puh, so langsam wird es auch ein bisschen anstrengend. Also du bist jetzt Universalgelehrte, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Gab es da noch irgendwie Zeit und Raum sozusagen für das Thema Bewegung, also bei dir selber und bei deinen Kindern? Wie habt ihr das organisiert? Also wir haben das dahingehend organisiert. Es war ganz klar, wenn wir hier nicht 2 bis 3 Stunden am Tag rausgehen, dann knallt's. Also ich war noch nie so viel draußen wie diesen Winter. Ich habe noch nie so viel Zeit im Wald oder auf irgendwelchen Hügeln oder um den See fahrend verbracht, auf Parkplätzen Inline-Skates gefahren. Wir mussten jeden Tag 2 bis 3 Stunden raus. Wir haben zwar Platz auch in der Wohnung, aber das war den Nachbarn und allen Beteiligten hier nicht zuzumuten. Damit euch nicht die Decke auf den Kopf fällt. Jetzt hast du ganz viel mit Kindern zu tun, mit kranken Kindern. Aus deiner Perspektive, wie hat die Pandemie die Kinderwelt, also die allgemeine Kinderwelt, verändert? So kurz überblicksartig. Also ich glaube, das Schwierigste ist, wenn wir darüber reden, was sich für Kinder geändert hat, ist, dass wir einmal unsere eigene Brille abziehen müssen. Also Pandemie, du hast es vorhin gesagt, war für alle schwierig. Aber wir gucken jetzt alle so auf, sage ich mal, 40 gute Jahre zurück und 1,5 schwierige Monate. Wenn wir uns aber die Welt aus Kinderaugen betrachten, gerade so die bis 12-Jährigen, wenn man überlegt, wie viel Zeit die schon bewusst erlebt haben, da ist diese Pandemie nicht ein Teil, im Gegensatz zu einem großen guten Teil, sondern das ist für die von einem auf den anderen Zeitpunkt Wirklichkeit geworden. Und die haben sozusagen einen Abbruch ihrer ganzen normalen Entwicklung, ihres ganzen gewohnten Alltags. Und auch die Kinder, die gut in ihren Familien integriert sind, wo die Eltern sehr engagiert sind, haben einfach gemerkt, ey, alles, was gestern zählte, funktioniert überhaupt nicht. Und meine Eltern geben sich zwar totale Mühe, aber die wissen auch nicht, was morgen kommt. Die können nicht sagen, wann kann ich in die Kita zurück, wann in die Schule, wie ist das mit Oma. Und das ist eine ganz andere Sichtweise. Also für Kinder, die ja ganz viel darauf ausgerichtet sind, Routine, ich kann verstehen, was passiert, ich kriege immer die gleiche Geschichte, was uns Eltern irgendwann nervt, ne? Aber für Kinder ist das wichtig. Für die hat sich alles auf den Kopf gestellt. Und das ist ganz schön schwer zu verstehen, wenn man 6, 7 Jahre ist und wenn man auch keinen Zeitbegriff hat, ne? Wir wissen, ein Jahr hat 12 Monate, irgendwann ist es um. Sagen Sie einem Kind, wart mal ein Jahr, dann sagt das Kind, aha, ist morgen das Jahr zu Ende? Genau. Ich habe Verschiedenes von dir gelesen und irgendwann ging mir so durch den Kopf, dass eine deiner Thesen ist, Kinder brauchen eigentlich keine Medizin, sondern Bewegung für ein gesundes Aufwachsen, für eine gesunde Entwicklung. Du sprichst vom goldenen Zeitalter der Entwicklung.
Was ist das für ein Zeitalter? Und noch wichtiger, welche Folgen gibt es bei Kindern, wenn die sozusagen plötzlich stillgelegt werden? So will ich es mal formulieren. Also wir alle joggen ja gerne und wir hatten ja auch lange die Diskussion, muss man die Ausgangssperre verschieben, damit wir nach 22 Uhr noch durch den Park dürfen. Für Kinder ist das nicht so eine Frage, mache ich das vor oder nach 8 Uhr. Also Bewegung ist für Kinder so ein ganz elementarer Teil. Ich sage immer, schmeißt noch heute Kinder in eine Turnhalle und keiner wird sich da hinsetzen und erstmal drüber reden, wie die Turnhalle aussieht. Die fangen alle an, da rumzurennen, die erkunden das. Also Kinder machen und bewegen sich ständig, wenn man sie lässt. Natürlich haben sie auch Ruhephasen, aber die Bewegung ist auch für ein Baby die erste Auseinandersetzung mit der Umwelt. Also kein Baby erdenkt sich die Welt, sondern jedes Baby ertastet, erkrabbelt sich die. Und wenn wir das ihnen natürlich nehmen, und wir haben das im letzten Jahr aus gutem Grund und weil wir es nicht besser wussten, an vielen Stellen eingeschränkt. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir haben damit ihre normale Entwicklung unterbrochen. Und das hat für Kinder ganz viel mit ihnen gemacht. Und so, wie man das ja kennt, dass man Sprachen in gewissen Altern gut lernt, aber mit viel Mühe können auch noch wir, die wir alle irgendwann zwischen 80 und 84 geboren sind, das noch lernen. Es ist so, für die gewisse, oder noch jünger, für gewisse Fähigkeiten, motorische, da muss das Gehirn zu einem gewissen Zeitalter sich verschalten. Und das macht es nicht von alleine. Da muss sich das Gehirn ein bisschen vorstellen wie so eine Autobahn, da sind Straßen angelegt. Und wenn die jetzt nicht genutzt werden, ist der Körper effizient und sagt, brauchen wir nicht, bauen wir ab. Und was genau diese Effizienz und diese Verschaltung ist, das ist motorische Grundlagenausbildung, nennen wir das. Das ist wichtig, Klettern auf dem Baum, aber, und das ist ganz, ganz wichtig in der Pandemie, es ist vor allem auch qualifizierte Bewegungsangebote. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, was haben wir mit Bewegung gemacht? Wir haben uns viel Mühe gegeben, Bewegung zu initialisieren, aber ich sag mal, die Familien, die qualifizierte Bewegungsangebote geschafft haben, die sind marginal. Das können nur die, die wie der Beser eh schon Trainer sind, ne? Ich kann kein qualifiziertes Bewegungsangebot. Ich bin keine Schwimmtrainerin. Ich kann vielleicht ein bisschen Hockey spielen, den Kindern beibringen. Aber das können Übungsleiter, das können ausgebildete Leute. Und das hat den Kindern gefehlt. Aber das brauchen sie. Also bevor ich einsteige in das qualifizierte Bewegungsangebot, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist Bewegung nicht zuallererst dafür da, um irgendwie Muskulatur und Herz-Kreislauf, die sind bei Kindern vermutlich sowieso gut, sondern tatsächlich das Gehirn und das Lernen zu unterstützen und sozusagen, ja, ich hatte noch ein anderes Stichwort, so psychische Gesundheit. Also ist das richtig? Also kann man das benennen, dass Kinder, um sozusagen ein gesundes Gehirn und eine gesunde Psyche haben, also dass sie vor allem Bewegung brauchen? Ja, also sie brauchen nicht nur Bewegung, sie brauchen auch andere, aber ohne Bewegung, weil Kinder lernen ja auch, wenn ich jetzt über einen Baum balanciere, dann lerne ich nicht nur, wie muss ich welchen Fuß hinsetzen und stärke meine Muskeln, sondern ich lerne auch was über meinen Körper, ne? Ah, okay, ich kann den steuern, ich kann den beeinflussen, ich kann selber etwas verändern. Das Baby, das nach der Rassel greift, hat gelernt, ich selber kann mich zu dem Objekt meiner Begierde hinbringen. Ich kann meine Umwelt, das ist Selbstwirklichkeit. Und das ist was ganz Wichtiges, wenn wir darüber gucken, was ist notwendig für einen erfolgreichen Lebensweg. Der Glaube daran, dass ich als Mensch etwas verändern kann. Und das ist etwas, was Bewegung Kindern beibringt. Viel besser als jeder Vortrag, den wir Erwachsenen ihnen halten können. Also Selbstwirksamkeit, Albert Bandura hat das, glaube ich, als Psychologe mal reingebracht, ist tatsächlich eine der Grundlagen auch, wie sich nachher diese jungen Menschen am gesellschaftlichen Leben beteiligen und ihr Leben, aber auch diese Gesellschaft in die Hand nehmen. Also das, was wir gerade erleben, könnte bei dieser Generation relativ große Auswirkungen haben, auch später. Ja, also das wird sich, glaube ich, meiner Überzeugung nach nicht einfach zurechtruckeln. Also wir haben da jetzt etwas verpasst oder pausiert und jetzt müssen wir da reingehen. Das heißt nicht, dass diese Generation verloren ist. Also ich möchte auf keinen Fall so pessimistisch sehen. Klar haben wir gewisse goldene Lernzeitalter nicht nutzen können, aber wenn wir uns jetzt anstrengen, können wir das nachholen. Aber zu denken, wir wurschteln uns jetzt noch weiter durch und pausieren für die Kinder nochmal ein Jahr, weil die sind ja nicht geimpft und wer weiß, was mit der Delta-Variante ist. Und danach machen wir auf dem Niveau von vorher, was ja schon nicht optimal war, weiter. Das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und wir sind unseren Kindern und auch der Zukunft dieser Gesellschaft schuldig, dass wir da jetzt ganz massiv gucken, wie können wir das auffangen. Okay. Ich sage erstmal vielen Dank für diesen ersten Aufschlag sozusagen. Ich glaube, die Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung von Kindern, die war uns vorher irgendwie klar, aber es könnte noch mal bedeutsamer sein, als wir es bis jetzt eingeschätzt haben. Vielen Dank. Ich leite fließend über zu Besat.
Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hast du dich in deinem Leben sehr, sehr viel bewegt und das ist sehr gut fürs Gehirn. Du weißt vermutlich, du hast einen IQ von 130? Nein. Nein, nein, das ganz sicher nicht. Aber du hast Selbstwirksamkeit gelernt. Ich habe eben gesagt, du bist hoffentlich für dich auf dem Sprung nach Berlin als Mitglied des Bundestages. Erstmal eine persönliche Frage, weißt du schon, gibt es Zumba in Berlin? Ja, gibt es. Ich habe sogar auch schon in Berlin das ein oder andere Event machen dürfen. Die TrainerInnenfamilie ist da doch sehr, sehr klein. Man kennt sich auch international ganz gut. So auch auf Convention sieht man sich. Aber ich glaube, was viel entscheidender ist, also auf diesen Events beim Zumba, da kann ich mich ja auf die Bühne stellen und bis zu 1000, 1500 Leute dazu bewegen. Jetzt momentan überhaupt nicht vorstellbar, aber das gab es ja mal. Und dann tanzt der Letzte auch hinten mit. Während der Pandemie musste ich merken, dass die Grenzen meiner Selbstwirksamkeit doch bei meinen Kindern anfängt. Denn ich kann 1500 Leute in einer Arena bewegen, aber wenn ich meine eigenen zwei Kinder dazu animieren will, mal zu einem Song zu tanzen, sitzen die auf der Couch und lachen mich aus. Und das ist so, glaube ich, die Realität. Und Kerstin, ich kann mir sagen, da hilft auch keine Lizenz mit den eigenen Kindern. Das kann man nicht lernen. Da, wenn die keinen Bock haben, dann ist das halt so. Nein, aber das ist schon im Grunde was. Eine Sache würde ich gerne noch mal korrigieren. Ich bin nicht mehr im Vorstand der Sportjugend Hessen. Da bin ich dann doch rausgegangen, weil sonst wäre das doch etwas zu viel gewesen mit all dem, was da kommt. Ja, vielen Dank. Wir haben das Thema gerade Bedeutung von Sport und das würde ich dich auch gerne einfach mal fragen. Wenn du so in deine Biografie zurückblickst, die ist abwechslungsreich, wie wichtig ist Sport für dich? Welche Funktion hat die in deinem Leben? Kannst du das benennen? Elementar. Und zwar nicht nur, mein Kerstin hat das Ganze jetzt auch aus seiner neurologisch-medizinischen Sicht mal beleuchtet. Mein Schwerpunktthema beim Sport ist ja die Integration. Und ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, wir sind ja 1990, hast du ja vorhin gesagt, nach Deutschland gekommen. Und dann waren wir in dem Dorf hier auch im Landkreis Gießen, also damals sind wir auch hier in die Region gekommen, bin ich da durch die Gegend. Natürlich wollte ich den Ort erkunden, was ja damals Kinder noch machen durften, ohne irgendwie GPS überwacht von ihren Eltern zu sein. Und dann kam ich an einen Sportplatz. Und da haben Kinder gespielt. Und für mich war das Natürlichste, dann natürlich kurz stehen zu bleiben. Da spielen Kinder, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe. Ich verstehe, dass da Kinder Spaß haben und spielen. Und ich wollte mitmachen. Das hat man mir wohl irgendwie angesehen. Und der Übungsleiter damals hat genau das Richtige gemacht. Der hat mich einfach angeguckt und hat mich einfach auf den Platz gewunken. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was sie da erzählt haben. Und es gab bestimmt auch nicht diese ganzen großen Programme, die wir heute haben. Aber einfach diese Geste. Komm, mach mit, nimm dir einen Ball, schieß aufs Tor. Das war für mich im Grunde, kann ich sagen, das war eigentlich der Eintritt in die Welt. Und bis heute hin ist es ja der Sport für mich eine ganz, ganz besondere Verbindung auch zur Gesellschaft, zu vielen Bereichen. Über den Sport habe ich ja die verschiedensten Teilbereiche auch erfahren dürfen, wofür ich mich gerne jetzt auch wieder für Sportpolitik einsetze. Ein wunderbarer Hinweis, Sport ist Machen, da muss man nicht reden, aber den Körper bewegen kann eigentlich jeder, das heißt ganz elementar mitmachen, in Kontakt treten mit anderen Menschen, also Sport hat natürlich eine große soziale Funktion, du hast es als Kind selber erlebt. Ich muss aber jetzt mal, du bist längst erwachsen und Politiker, also muss ich auch politisch werden, also danke für die persönliche Erfahrung, aber jetzt Butter bei den Fische. Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben gerade eine Phase hinter uns, wo alle möglichen Wahlprogramme veröffentlicht wurden. Und immer wieder konnte man in der Zeitung lesen, die Grünen sind so blöd und sagen konkret, was sie wollen. Mach es lieber wie die CDU. Die schreiben irgendwelche Wischiwaschi-Ziele rein und damit kommen wir auch besser durch und dann sind die erfolgreich. Ich verhafte dich also mal. Also nach dem Motto, wer sagt, was er konkret will, der verliert Wahlen. Du willst konkret was. Du bist nämlich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Sportpolitik. Und was wollt ihr sozusagen für Kinder und Sport, für Jugendliche und Sport?
Also erst einmal vielleicht grundsätzlich vorneweg ein Statement. Ich glaube, der Sport ist nie unpolitisch. Also wenn du sagst, irgendwie persönliche Erfahrung, der Sport ist in meinen Augen immer politisch. Und die Diskussion, ob er es denn ist und inwieweit, und ich meine, das kann man ja auch auf Facebook und sonst wo irgendwie erleben, immer wieder im Kontext von Großsport, Großveranstaltungen, da erleben wir das, Sport ist nie unpolitisch. Butter bei der Fisch, ich meine, wir haben ein Programm auf den Weg gebracht, in dem so viel Sport vorkommt wie noch nie. Wir haben ein Programm, in dem auf mehreren Seiten sehr konkret auch drin steht, wie wir uns das vorstellen. Und natürlich, und wir reden ja hier jetzt auch über Kindheit und Jugend, haben wir einen Bereich, der jetzt nicht explizit mit Sport in Verbindung in unserem Wahlprogramm steht, aber den wir auch als SportpolitikerInnen explizit mitdenken. Die Diskussion hatten wir im letzten Jahr über die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Und natürlich ist das ein Bereich, der uns natürlich mit beschäftigt. Und es ist natürlich für uns nicht befriedigend zu sehen, dass der Kompromiss, wie er jetzt geschlossen wurde, weit hinter dem zurücksteht, wie es eigentlich 89 schon von der UN vereinbart wurde. Wenn wir die UN-Kinderrechtskonvention mit ihren Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten einfach mal genauso umsetzen würden in nationales Recht, dann hätten rein theoretisch auch Kinder die Möglichkeit, zu Corona-Zeiten dann auch gegen das ein oder andere zu klagen. Vielleicht nicht die Kinder selbst, aber andere. Ich fand, da hat es einfach das gezeigt, wie wichtig das ist. Und wie gesagt, noch einmal da ganz für uns ernüchternd zu sehen, wie das jetzt aufgenommen wurde. Unser konkreten Plan, den haben wir gerade erst mit dem Erschließungsantrag im Bundestag eingereicht. Es gab ja in den 60er Jahren diesen sogenannten goldenen Plan für den Sport. Und der wurde auch jetzt von unserem, also Sportminister kann ich ja nicht sagen, bei dem Minister, bei dem der Sport angesiedelt ist, laut Geschäftsverteilungsplan, der hat ja das auch vollmundig angekündigt, dass das wieder passieren soll. Und am Ende dieser Legislaturperiode sehen wir, es ist wenig davon passiert. Bewegungsförderung. Wir haben auch relativ kurzfristig jetzt auch in der Corona-Zeit gesagt, es muss die Option geben, dass Kinder und Jugendliche sich bewegen können. Wir waren erschrocken am Anfang, als wir die ersten Berichte gesehen haben über Bewegungsaktivität nach dem ersten und zweiten Lockdown. Zum Glück hat sich das ein bisschen relativiert durch die Momo-Studie. Aber auch das ist immer noch erschreckend, was da zu sehen ist. Kurzum, es gab ganz viele konkrete Hinweise. Es gibt konkrete Hinweise, auch den Umwelt- und den Naturschutz mitzudenken. Sanierungsprogramm. Über 1 Million Tonnen CO2 können pro Jahr eingespart werden, wenn wir einfach nur die Sportstätten sanieren. Wir wollen ein Schwimmhallen- oder Schwimmstättensanierungsprogramm auf den Weg bringen. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber ich glaube, so ist es nämlich auch in der Politik, dann hört einfach irgendwann niemand mehr zu. Kurzum, wir brauchen wieder sowas wie einen goldenen Plan, der den Namen verdient, in dem an erster Stelle natürlich das Wohl der Kinder, der Jugendlichen natürlich drinsteht, aber natürlich wir auch über die Infrastruktur nachdenken und Sport nicht als Ding für sich, sondern interdisziplinär, das heißt mit in dem Stadtraum auch mitzudenken, Bewegungsangebote. Und dafür wollen wir natürlich auch gemeinsam mit den Ländern, mit den Kommunen, mit der Wissenschaft und natürlich den Sportfachverbänden den Entwicklungsplan auf den Weg bringen. Vielen Dank. Du hast mit deiner Antwort bereits meine nächste Frage tatsächlich vorweggenommen. Also die muss ich jetzt auch gar nicht mehr stellen. In der Tat wollte ich nach der Infrastruktur fragen, weil bei uns sind jetzt vermutlich sehr viele Menschen aus dem Vereinsleben und die sagen, ja super, Sportförderprogramme. Ich wünschte mal, in meiner Dusche könnte man vernünftig duschen und die Kinder würden nicht immer über Fliese Nummer 17 stolpern, weil da irgendwie was geklebt ist und so weiter. Also die Sportinfrastruktur, Sportstätten, Schwimmbäder mal ganz zu schweigen. Aber da hast du dankenswerterweise gesagt, wir brauchen das und das ist im Blick. Deswegen. Rainer, eine Sache noch vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, als Vater, weil du das nämlich vorhin gesagt hast. Wenn es ein Erlebnis gibt, was mich einfach was mich nochmal bestärkt hat, in die Politik zu gehen. Eines der schlimmsten Bilder für mich als junger Vater in den letzten Jahren waren abgesperrte Spielplätze. Es kann doch nicht sein, dass wir sämtliche Bewegungsorte zumachen und dann auch noch die letzten Refugien, die letzten Orte, die irgendwie einladen zur Bewegung, absperren und dann meistens auch noch so lieblos, wie es oft in Kommunen war, mit diesem Flatterband. Und das sage ich in aller Öffentlichkeit. Mir war das egal. Ich bin mit meinen Kindern auf dem Spielplatz. Ich habe alle eingeladen, das auch zu tun, weil man muss abwägen. Und in dem Fall finde ich es aber auch richtig, die Bewegungsangebote für die Kinder aufrechtzuerhalten. Während oft genug die Kitas geöffnet hatten oder wenigstens ein Notprogramm hatten, wo die Kinder drinnen deutlich keine Abstandsregelungen eingehalten haben. Ja, vielen Dank. In der Tat, manches der Maßnahmen ist halt ein bisschen nicht kongruent, sagen wir es so.
Ich sage erstmal danke für diese erste Runde und komme zum zweiten Mann mit dunklen Haaren in unserer Runde, Falco. Du warst international unterwegs und zwar für Jugendgremien. Wir haben eben schon das Thema Selbstwirksamkeit gehört. Einer der Gründe, warum diese Veranstaltung heute stattfindet, ist, Kinder und Jugendliche haben ja in der politischen Beteiligung oft keine Lobby. Die brauchen Erwachsenenverbände, Erwachsene, die sagen, wir streiten hier für die Kinderrechte. Du warst in den Jugendgremien. Allererste Frage, bevor ich nochmal persönlich frage, konntest du in diesen Gremien irgendwie die Welt verändern? Du merkst, ich mache es groß. Naja, und ich glaube, so groß muss man dann wahrscheinlich sagen, die ganze Welt haben wir nicht verändert, aber ich würde schon mal sagen, immer einen Beitrag dazu geleistet. Und ich habe das an vielen Stellen gesagt, was mich vor allem auch an der Pfadfinderbewegung immer so begeistert hat, ist eigentlich das Grundversprechen oder die Grundidee, verlasse die Welt besser, als du sie vorgefunden hast, um mal genauso groß zu antworten. Ich finde, dieses Ziel sagt aber eben nicht, verbesser alles, sondern mach es in deinem Rahmen. Also verbesser etwas. Verbesser das, was dir möglich ist. Und das kann was Großes und was Kleines sein. Und wenn ich dann mal so an die Jahre zurückdenke, wir haben gerade in Afrika haben wir viel im Bereich von Kinder- und Jugendrechten, Jugendbeteiligung gemacht. Wir haben viel im Bereich gesundheitlicher Aufklärung gearbeitet, haben einiges auch im Bereich von anonymen HIV- und AIDS-Tests, um mal sowas ganz Konkretes auch auszugreifen, auch erreichen können, haben das ja 2009 in der Resolution, kann man mal schauen, das ist unterschiedlich umgesetzt natürlich in den Ländern, aber eben auch so ganz konkrete Dinge mit erzielen können. Und am Ende ist Politik ja immer konkret. Also auch bei vielen Diskussionen, die jetzt eben da waren, ich glaube, man kann vieles auf einer Metaebene auch immer diskutieren. Ich glaube, konkret ist immer das Richtige am Ende ist runterzubrechen bei sich vor Ort. Also auch wenn ich dann darüber nachdenke, wie wir Dinge für Kinder und Jugendliche jetzt im letzten Jahr umgesetzt haben, dann glaube ich, ist es auch vor Ort sehr unterschiedlich gelaufen. Nämlich je nachdem, ob vor Ort eigentlich ein Verständnis für die Situation von Kindern und Jugendlichen da ist und man es entsprechend gut oder eben in anderen Stellen nicht so gut ausgelegt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe noch nicht die Welt verbessert. Da haben wir alle zusammen noch ein bisschen was vor uns. Aber was dazu beigetragen, und das finde ich, ist immer der Ansporn, der hoffentlich einen jeden Tag durch den Tag bringt. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt meine persönliche Frage. Kannst du besser Fahrrad fahren oder besser VW? Naja, also ich würde mal sagen, beides geht gleich gut. Also insofern, ich habe ein Fahrrad und in Berlin fahre ich weitestgehend Fahrrad, weil sich es natürlich irgendwie in so einer Großstadt auch gut machen lässt. Wenn ich an meinen Wahlkreis denke, wo ich dann irgendwie zwischen Nord- und Südspitze irgendwie meine 80 Kilometer habe, dann wäre es wahrscheinlich schwierig, alles mit dem Fahrrad zu machen, aber beides geht gut. Ja, es ist schön, dass du gesagt hast, beides gleich gut und nicht beides gleich schlecht. Das entspannt mich sehr. Also ich muss mir keine Angst um deine Gesundheit in Berlin auf den manchmal verzwickten Fahrradstrecken der Hauptstadt machen. Auch für dich natürlich eine politische Frage. Anna, komm, ich guck mal immer auf die Uhr und verbinde mal zwei Fragen miteinander. Ich wollte dich erstens fragen, was ist die größte Leistung / größtes Versäumnis der Bundesregierung in der Pandemie? Und zweitens, ist das Parteiprogramm der SPD eigentlich für Kinder und für Bewegung gut oder sollen wir nicht doch lieber Bündnis 90 die Grünen wählen? Das ist jetzt natürlich interessant, zwei Fragen miteinander zu verbinden, aber die Antworten werden deswegen, fürchte ich, nicht um den kürzer, aber ich probiere es mal. Also, ich glaube, ein Punkt ist eben gefallen, wenn man mal mit dem Negativen anfängt, oder vielleicht eins vorweg. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit dem Wissen von heute die Fragen von gestern beantworten. Weil wir alle, und das würde ich schon mal auch für die allermeisten, ich würde mal sagen, für fast alle in Anspruch nehmen, wir haben uns den Arsch aufgerissen, um das Beste zu machen aus dieser Situation, wo wir vieles nicht wussten und mit Sicherheit heute schlauer sind, wäre ja auch schlimm, wenn wir heute nicht schlauer geworden wären, als wir es gestern waren. Ich glaube, die Aufgabe ist eben, daraus zu lernen und es zumindest jetzt nicht bei der nächsten Welle, wenn sie kommt, was ich nicht hoffe, was wir alle nicht hoffen, nicht die gleichen Fehler nochmal zu machen. So. Ich glaube, was ist der größte Fehler gewesen, wenn ich zurückdenke? Ich glaube, es ist, dass viele Regeln nicht nachvollziehbar und nicht konsistent waren. Und ich glaube, da ist am Ende auch viel Akzeptanz verloren gegangen und auch ich hatte an vielen Stellen Schwierigkeiten, Dinge zu erklären,
warum in dem einen Bundesland es so sein soll, in dem anderen anders, warum ich irgendwie in den Baumarkt gehen darf, aber nicht das machen darf. Und ich glaube, das ist uns allen schwer gefallen. Und ich glaube, vieles davon war auch nicht böswillig, sondern mit Sicherheit auch der Situation, der Komplexität, dem Unwissen geschuldet. Mhm. Aber ich glaube, das hat auch am Ende viel Akzeptanz im letzten Jahr kaputt gemacht, dass wir es nicht geschafft haben, logisch, konsequent Dinge vergleichbar und nachvollziehbar zu machen. Das war vielleicht teilweise eine Erklärungsfrage und teilweise war es vielleicht auch, weil Regeln irgendwie schräg gemacht wurden. So, und das kann man, ich glaube, da haben wir jetzt jeder 85.000 Beispiele im Kopf. Also, glaube ich, brauche ich nicht aufzählen. Das würde ich sagen, war mit Sicherheit das größte Problem. Ich glaube, die größte Leistung ist, dass wir am Ende es doch geschafft haben, aber viele, mindestens 100.000 von Leben zu retten. Und das würde ich schon auch einfach in den Mittelpunkt stellen, weil das war das, was uns angetrieben hat. Und wer ja vielleicht auch mal so ein gutes Jahr zurückdenkt, da haben wir über Wolfsburg diskutiert, weil in einem Altersheim, im Hans-Lilje-Heim, innerhalb weniger Tage über 40 Menschen gestorben sind, weil Corona auf einer Demenzstation ausgebrochen ist und bevor wir das irgendwie realisiert hatten, sich auf zwei Stationen am Ende ausgebreitet hatte. Und das waren für mich auch mit die bewegendsten Begegnungen, die ich im letzten Jahr hatte, nämlich mit den Pflegerinnen und Pflegern, die dort wirklich 24 Stunden durchgearbeitet haben. Und ich glaube, wer sich diese Dokumentation dazu mal anguckt und mal eine Anekdote, also Anekdote klingt so witzig, aber etwas, was mich am meisten bewegt hat, war ein Gespräch mit einem Pfleger, der seine Frau, auch Pflegerin, beide dort gearbeitet, im gleichen Heim, die sich über Monate getrennt voneinander in ihrer eigenen Wohnung voneinander isoliert haben. Sie übrigens Asthmatikerin, also eigentlich Risikopatientin, aber beide gesagt haben, sie können die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Heim nicht im Stich lassen und sind jeden Tag dort gewesen. Der eine eben genau auf einer der Stationen, wo die Menschen gestorben sind, hat erzählt, jedes Mal, wenn er zur Schicht kam, zum Dienst kam, hat er eigentlich die erste Frage, war, wen hat es denn in den letzten Stunden eigentlich erwischt? Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist auch klar, warum, finde ich zumindest, das Retten von Leben und dann auch egal in welcher Altersgruppe. Wir hatten bei uns in Wolfsburg auch Säuglinge, die verstorben sind. Wir hatten eine schwangere Frau, die in der Schwangerschaft verstorben ist und Mann und Kind zurückgelassen hat. Also dann, glaube ich, ist auch klar, warum das Thema Leben retten irgendwie im Fokus stand. Und ich glaube, auch wenn nicht alles gut war, da haben wir, glaube ich, insgesamt viel gemacht. So, jetzt komme ich mal zur zweiten Frage und probiere sie kurz zu beantworten. Bevor du die Frage beantwortest, ich will nur ganz schnell dazwischen sagen, ich finde diesen Gedanken großartig und ich hatte jetzt mehrfach hier mit der Kinderturnstiftung und der DTJ Kontakt und also in den inhaltlichen Vorbesprechen und wir haben immer gesagt, auf gar keinen Fall darf man die Personengruppen gegeneinander ausspielen, im Sinne, Mensch, ihr habt für die Senioren alles getan und die Kinder vergessen. Also insofern finde ich den Gedanken, vielen Dank, das war notwendig, es gab keinen Plan A und keinen Plan B und das Risiko war riesig für diese Gesellschaft und ganz, ganz viele Menschen haben hervorragend mitgearbeitet, die Pfleger, eben auch die Familien mit den Kindern. Wollte ich nur ganz schnell dazwischen schieben. Danke, dass du das so ausgewogen eingebracht hast. Jetzt Parteiprogramm SPD. Seid ihr gut für Kinderbewegung? Also ich glaube, was mir ein absolutes Herzensprojekt in unserem Programm ist, ist die Kindergrundsicherung. Und wenn ich jetzt auch zu BESAG gucke, da könnten wir wahrscheinlich beide sofort unterschreiben. Ich glaube, wir haben das in Nuancen unterschiedlich, aber auch in unserem Programm drin. Weil am Ende, ich meine, man muss sich die Situation, wahrscheinlich jedem, der das in Ansätzen kennt, muss ich es nicht erklären, aber wir haben in Deutschland, ich glaube, 270 familienbezogene Leistungen und die meisten haben eins, nämlich gemeinsam, dass sie extrem kompliziert und bürokratisch am Ende sind. Und die Logik der Kindergrundsicherung ist ja, ich sage mal, in wenigen Worten zusammengefasst, all diese Leistungen abschaffen, inklusive dem Thema Steuerfreibetrag, Kinderzuschläge, all diesen ganzen Kram, in Anführungszeichen, den wir haben, und sie durch eine ziemlich einfache Logik zu ersetzen, nämlich zu sagen, oder vielleicht das noch vorweg, heute ist es ja vor allem nämlich so, dass die Kinder von denen, die besonders viel verdienen, am meisten sozusagen Unterstützung, und zwar durch Steuererlass, vom Staat bekommen und die, die am wenigsten verdienen, am Ende am wenigsten bekommen und dafür noch viel beantragen müssen. Und jeder, ich scheitere auch an solchen Formularen, ich glaube, jeder von uns kennt das Bildungs- und Teilhabepaket, jeder hat es mit seinem Verein durchgemacht, wie kompliziert das ist. Und die Logik der Kindergrundsicherung ist, das ganze System mal wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und zu sagen, es gibt eine einzige Logik. Und die bedeutet, jedes Kind bekommt das, was es zum Leben braucht.
Und diejenigen, die am wenigsten Einkommen haben als Familie, die bekommen am Ende die größte Unterstützung. Und das eben, sage ich mal, dann abschmelzend, das heißt, die Familien, die mehr verdienen, bekommen weniger Unterstützung, weil sie sich's auch selber leisten können. Das wird vielleicht einige nicht freuen, nämlich mindestens die, die gut verdienen. Ich glaube aber, es wird vor allem die Kinder freuen und um die geht's ja bei der ganzen Geschichte. Und daneben steht dann natürlich so die Frage, wo ich überzeugt von bin, ist Teil der Kindergrundsicherung auch, Schule muss kostenlos sein und zwar in all seinen Facetten, inklusive Lernmittel, inklusive Digitalisierung. Da gehört für mich dann dazu, dass diese ganzen Beteiligungsformate auch mit Vereinen sehr viel einfacher, nämlich nicht über ein kompliziertes Bildungs- und Teilhabepaket gelöst werden, sondern dass man klar macht, auch solche Infrastruktur für Sport, für Bewegung, für Kinder, all das ist Teilhabe. Das muss am Ende kostenlos zur Verfügung gestellt und entsprechend natürlich dann mit öffentlichen Geldern so ausgestattet werden, dass es am Ende auch den Kindern hilft. Und das ist einfach, ich komme ja so ehrenamtlich aus der Kinder-, Jugendfamilienpolitik, du hast es vorhin gesagt, ich mache das hier vor Ort noch. Das wäre für mich so das Herzensprojekt und ich glaube, dann tut es, egal ob es den Vereinen, weil es einfacher ist, es tut den Kindern gut. Und das, ich glaube, wenn wir das am Ende umsetzen könnten in der nächsten Wahlperiode, dann hätte sich das schon gelohnt, egal in welcher Konstellation. Und lass mich noch einen letzten Satz vielleicht nochmal sagen, weil der mir vorhin bei dem Punkt auch die Generation nicht gegeneinander ausspielen wichtig gewesen ist. Wir haben aus dem ersten Lockdown in Wolfsburg gelernt, dass wir danach die Jugendeinrichtungen nie mehr geschlossen haben bei uns. Und das übrigens in ganz Niedersachsen geklärt haben. Im ersten Lockdown wurden die einfach mit dicht gemacht. Und ich habe mit unserer Landtagsabgeordneten bei uns hier, die eben auch aus dem Kinder-, Jugendfamilienbereich kommt, gemeinsam dafür gesorgt, dass wir in Niedersachsen ab danach nie mehr die Jugendeinrichtung dicht gemacht haben. Und wir haben in Wolfsburg vor allem auch über die Jugendtreffs immer Lern- und, ich sag mal, Arbeitsangebote für Jugendliche gemacht. Egal, ob es darum geht, einfach mal zu Hause rauszukommen oder mal auch für Homeschooling einen ruhigen Tag oder einen Lernraum zu bekommen oder, um nur mal diesen formalen Bildungsbereich, den ganzen nonformalen Bildungsbereich nochmal separat ist. Und ich glaube, das war, auch wenn ich davon rede, wir müssen schlauer werden von jeder Phase zur nächsten. Ich glaube, das war einer der Punkte, die wir nach dem ersten Lockdown gelernt haben. Das darf uns nicht nochmal passieren. Ja, vielen Dank. So, jetzt haben wir schon etliche Themen, also die ganz konkrete Maßnahme mit Finanzen, wie auch immer. Ich gucke auf die Uhr, wir nähern uns schon der Halbzeit und deswegen mache ich jetzt noch ein Speed-Dating mit Wiebke und frage dann schon das erste Mal im Chat, ob es Meldungen gibt. Sonst steigen wir in ein Thema ein. Wiebke, auch für dich eine ganz schnelle persönliche Frage. Du wohnst in der 16. Etage. Wie viele Etagen würdest du die Treppe nutzen, bevor du anfängst, Aufzug zu fahren? Ich muss zugeben, ich habe es einmal versucht. Es war aber mit dem Treppenhaus überhaupt nicht einfach. Ich hatte ein schlafendes Kleinkind auf dem Arm, mein Handy vergessen und eine schummrige Beleuchtung und war dann davon überzeugt, dass das nicht das effektivste Mittel ist. Sprich, der Laufweg ist hier nicht immer der am besten von der Infrastruktur ausgebauteste. Also ich würde sagen, es ist nicht nur bequem, Aufzug zu fahren, sondern vielleicht auch sicherer und tatsächlich der erfolgreichere Weg. Insofern fahre ich hier tatsächlich Aufzug. Ich versuche aber in Bürogebäuden, wenn ich ein Treppenhaus finde, was ordentlich beleuchtet ist mit geöffneten Türen, tatsächlich zumindest auf dem Weg nach unten die Treppe zu benutzen. Wunderbar, ja, ich weiß, du bist sportlich. Jetzt kommt eine Frage, die hört sich ein bisschen lustig an, aber ich meine sie ganz ernst. Es gibt Pandemiegewinner. Also wenn du in Amazon und Netflix investiert hast, geht es dir heute gut. Die Aktien sind drastisch gestiegen. Jetzt könnte man denken, naja, Kinderturnen wird auch so ein Pandemiegewinner sein, weil die Bedarfe sozusagen, Mensch, alles will wieder raus, will Sport treiben, sich bewegen und wir müssen es nur öffnen und dann ist das ein Selbstläufer und wir werden überschwemmt mit Heerscharen von Kindern, wo sich dieser Bewegungsdrang aufgestaut hat. Ist das so? Und wenn nicht, was passiert da? Ist das so? Das wäre natürlich schön. Also ich glaube, wir würden uns lieber über die eingerannte Bude freuen, als über das Gegenteil. Letztlich müssen wir auch sagen, sind wir noch gar nicht so lange und so sehr wieder im Normalgeschehen angekommen, um das beurteilen zu können. Aber tatsächlich wäre die Annahme zu kurz gegriffen, denn das Pandemiegeschehen hat ja auch diejenigen besonders belastet, die sich engagieren, die sich einsetzen.
Und die Vereine und insbesondere die Übungsleitenden vor Ort waren ja auch vor extreme Herausforderungen gestellt, haben sich innerhalb kürzester Zeit Hygienekonzepte überlegt, haben sich tatsächlich in WhatsApp-Gruppen und Mailverteilern fast täglich irgendwie auf neue Umstände einstellen müssen und ihre Mitglieder informiert. Und wir befürchten, wir haben das noch nicht evaluieren können, aber wir befürchten, dass wir da tatsächlich auch sehr gelitten haben und nicht jeder Engagierte wieder in das Engagement zurückkehren wird, wie es vorher gewesen ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir schon festgestellt, dass tatsächlich diejenigen, die Einsteiger sind, wir haben vom goldenen Zeitalter gesprochen und es gibt immer so das Alter, wo man ins Kindertouren startet zum Beispiel, das Alter, wo man mit dem Schwimmkurs beginnt, wo man dann auf einmal in der Schwimmhalle steht und schwimmen lernt, dass wir das ja verpasst haben, weil entsprechend Schwimmhallen geschlossen waren, Turnhallen geschlossen waren. Und auch hier müssen wir leider davon ausgehen, dass jetzt nicht genau dieser 100%-Wert, den wir gehabt hätten, hinterher wieder sagt, jetzt geht's aber los und dann gehen wir los. Die Eltern wird es geben, aber wir werden auch diejenigen Kinder oder einen Anteil an Kindern verlieren, die sonst unter normalen Umständen gekommen wären. Und dahingehend, auch von der Belastung des Gesamtsystems her, kann ich da auf keinen Fall zustimmen, dass Kindertouren zu den Pandemiegewinnern gehört. Schön wäre es. Schön wäre es. Ich habe gerade gesehen, der Chat meldet sich zu Wort und den würde ich jetzt gerne dran nehmen, bevor wir so in diese offene Runde reingehen und die Themen beackern. So, jetzt gucke ich. Annette, bist du da und kannst du uns etwas aus dem Chat erzählen? Rainer, ja, es ist im Chat tatsächlich ein bisschen etwas passiert. Zum einen gab es große Zustimmung für Falco, nochmal die Rückschau auf die Pandemie und dass keiner so genau wusste, was da letztendlich vor uns oder auf uns zukommt. Und zum anderen gibt es aber auch den Hinweis, nochmal zu sagen, mit dem Wissen, was wir jetzt haben, müssen wir jetzt nicht die Fragen der Vergangenheit beantworten, aber wir sollten schon gucken, wie wir die Zukunft antizipieren und da eben schauen, wie wir es diesmal besser gestalten mit dem gewonnenen Wissen, was wir da jetzt haben. Es gibt auch eine weitere Frage vom Sportverein Marktstadt. Da ist die Frage, was ist nötig, den Kindern und Jugendlichen mehr Freiraum für Sport in den Vereinen zu ermöglichen? Denn Sport mit Freunden und ohne Schulkontext hat ja einen für die Persönlichkeitsentwicklung ganz zentralen Beitrag. Die Frage gebe ich jetzt einfach mal hier in die Runde. Nein, es gibt noch eine zweite Frage von dem Sportverein und zwar diese Leistung der Vereinsarbeit, wird die in der Gesellschaft überhaupt wahrgenommen? Also auch hier nochmal an die Runde die Frage, ist das überhaupt klar, was dort in Sportvereinen geleistet wird und gerade unter den besonderen Herausforderungen, die die Pandemie mitgebracht hat, entsprechend gewürdigt? Ja, vielen Dank. Genau, ich habe schon einige mit dem Kopf nicken sehen. Gibt es jemanden, der direkt dazu was sagen möchte? Also ich würde vielleicht, wenn ich dürfte, auf die zweite Frage antworten, weil ich genau das als einen der Knackpunkte sehe. Dann ist ja die Frage, erkennt die Gesellschaft, erkennen die, die auch Gesellschaft gestalten, das an? Und da hat mich so ein bisschen die Pandemie gelehrt, dass wir da noch Luft nach oben haben. Also wenn ich überlege, wie gesagt, ich teile das alles, die Maßnahmen waren wichtig, wir konnten viele Dinge nicht wissen, aber als wir angefangen haben zu lernen, wie geschieht diese Pandemie, was können wir tun, da hat mir der organisierte Sport, da hat mir die qualifizierte Bewegung als Gesprächspartner am Tisch gefehlt. Wir hatten im Gesundheitsausschuss eine große Runde, die sich überlegt hat, wie können wir diese Gesellschaft gesund durch die Zeit kriegen, und der Sport war nicht dabei. Und das ist für mich natürlich schon so, wo ich denke, davon ausgehend, wie wichtig Sport für Kinder und Jugendliche ist, aber auch für Ältere und so, kann es nicht sein, dass wir in einem so wichtigen Gremium als Sport nicht vertreten sind. Und da müssen wir besser zusammenarbeiten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute so eine gemischte Runde haben. Mhm. Weil das funktioniert nicht. Sport ist nicht eine Insel, wo jeder mal hinhoppen sollte, sondern Sport und Bewegung müssen elementarer Bestandteil sein. Der muss, wie die Nachhaltigkeit, wie der Umweltschutz, immer bei jeder Entscheidung, beim Städtebau, wie viel Fläche brauche ich, wie viel beim Kita-Bau, wie groß müssen Kitas sein, wie baue ich Straßen, wie steuere ich Verkehr, müssen wir immer die Bewegung mitdenken. Und das immer aus dem Blick der Kinder, weil die nochmal ganz andere Bedürfnisse haben, aber auch alle anderen Altersgruppen. Und das hat die Pandemie, finde ich, wie viele andere Dinge unterm Brennglas gezeigt.
da müssen wir besser werden. Und da ist die Bedeutung noch nicht in allen Bereichen angekommen. Vielen Dank. Wenn sich niemand... Sollen wir uns doch weitermachen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich jede kurze Runde rummachen, dass jeder so ein paar Dinge rausgreift. Also ich habe ja mal zusammen mit Susanne Rüttrich, unserer Kinderbeauftragten der Fraktion, so ein bisschen auch bei uns zumindest den Slogan geprägt, der jetzt vielleicht nicht überall gehört wurde, aber dass wir nicht nur Epidemiologen, sondern eben auch Pädagogen in den Diskussionsrunden brauchen. Und das war ja dann auch das, was an verschiedener Stelle diskutiert wurde. Nicht, weil ich den Epidemiologen da nicht traue, aber ich glaube, es ist eben eine Facette, die mit Sicherheit, und ich habe ja von dem Schutz des Lebens ja auch mit in den Mittelpunkt gestellt, der, sagen wir mal, uns in den letzten Monaten angetrieben hat. Aber ich glaube, es gibt eben auch andere schützenswerte Elemente des Lebens. Und das können nicht alleine Epidemiologen beantworten, weil die natürlich eine sehr spezielle Sichtweise auf Infektionsgeschehen und auch die Gesellschaft haben. Und insofern, glaube ich, hätten wir da an verschiedenen Stellen, und das wäre auch vielleicht eine der Lessons learned, nach vorne heraus, dass wir an solchen Konzepten und Entscheidungen immer möglichst viele unterschiedliche Sichtweisen und Fachbereiche, auch den Sport, gilt aber nicht nur für den Sport, aber auch mit berücksichtigen müssen und eben in diese Entscheidung mit reinholen. Das wäre zumindest einer der großen Wünsche, die ich jetzt auch mal über diese alleinige Corona-Situation hinaus, auch für andere Situationen, die ja irgendwann mit Sicherheit kommen werden in der Gesellschaft, mir wünschen würde oder die wir uns, glaube ich, alle zusammen vornehmen und in die Hand versprechen müssen, dass wir das beim nächsten Mal besser machen. Ich glaube, das wäre der eine wichtige Punkt. Freiraum für Kinder und Jugendliche möchte ich noch mal kurz rausgreifen, weil als jemand, der ja selber aus der Jugendverbandsarbeit kommt, war das immer auch so ein Punkt, der uns an vielen Stellen bewegt hat, wie wir gerade in der Zeit der Schule auch immer mehr Tag von Kindern, also Zeitraum vom Tag, wie wir es eigentlich schaffen, den ganzen nonformalen Bildungsbereich, Jugendverbände, Sport und so weiter irgendwie zu integrieren. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die uns an einigen Stellen gut, aber immer, glaube ich, noch nicht perfekt gelungen ist. Ich bin total überzeugt an vielen Stellen, das ist nicht ganz einfach und auch nicht nur unumstritten, aber dass wir viel gute Erfahrungen gemacht haben, wenn auch Sportvereine oder Jugendverbände Kooperationspartnern von Schulen und Ganztagsschulen werden. Und wirklich einen integrativen Teil und auch wirklich Bestandteil der Pädagogik und der Ausrichtung der Pädagogik dieser Schule werden. Wir haben da ganz unterschiedliche Modelle auch bei uns in Wolfsburg. Wir haben Ganztagsschulen, da sind Sportvereine Kooperationspartner. Wir haben Ganztagsschulen, da ist die DLRG Kooperationspartner. Wir haben Ganztagsschulen, da sind die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Kooperationspartner und haben wirklich auch die Pädagogik der Schule mitgeprägt und haben wirklich auch Freiräume als Bestandteil der Schule und des Schultages, aber außerhalb von Schule und auch ganz bewusst mit anderen pädagogischen geschaffen. Und damit, glaube ich, auch für Vereine einen neuen Zugang für Kinder und Jugendliche, aber eben auch andere Arten von Freiräumen für Kinder und Jugendliche, selbst wenn es im Kontext Schule ist, geschaffen. Also dafür haben wir natürlich auch ehrlicherweise als Stadt viele Ressourcen aufbringen müssen, weil sowas geht nicht ohne hauptamtliche Unterstützung für die Vereine. Das also ist zumindest auch eine der Lehren, die wir gehabt haben, dass Schulen da eben auch hauptberufliche pädagogische Kräfte brauchen. Das können Ehrenamtler natürlich nicht alleine stemmen. Da braucht Ehrenamt, braucht Hauptamt. Und das ist dann natürlich eben auch was, was mit viel Geld zusammenhängt. Aber wir eben gesagt haben, das ist es uns wert. Wir konnten es uns natürlich an vielen Stellen auch leisten. Aber das müssen wir uns eben auch in Zukunft überlegen, wie wir das gesamtgesellschaftlich in Verantwortung Land und Bund oder Länder und Bund eben auch so hinbekommen, dass nicht nur eine Kommune das kann und die nächste es nicht mehr kann. Vielen Dank, wo du da bist, steige ich mal direkt ein, nochmal sozusagen in ein ganz großes Thema. Du hast gesagt, also es ging um die gesellschaftliche Akzeptanz und Relevanz. Die Bundesregierung hat ja mittlerweile begriffen, Corona ist in Sachen Bildung, Kinder, Jugendliche ein riesiger Einschnitt und hat deswegen das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona aufgelegt. Da habe ich reingeguckt. Und tatsächlich werden dieses und nächstes Jahr 2 Milliarden Euro ausgegeben. 1 Milliarde steht drin für den Abbau von Lernrückständen in den Kernfächern, wobei da nicht genau definiert ist, sind es die Hauptfächer oder sind es die Pflichtfächer im Gegensatz zu den Wahlpflichtfächern. Und dann gibt es nochmal 1 Milliarde und die teilt sich wiederum in 3 Gebiete auf, nämlich in die frühkindliche Bildung, dann in den Ferien-, Freizeit- und Sportaktivitätenbereich
Da sind 50 Millionen in den Kinder- und Jugendplan, da sind die Sportangebote drin. Also von der 1 Milliarde und schließlich Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und Schule. Wir hatten ja eben die Frage, wird Bewegung, Sport eigentlich als relevanter Teil der Bildung, der Lebensverhältnisse von Kindern und Jugendlichen angesehen? Und wenn ich diese Zahlen nehme, von 2 Milliarden bleiben sozusagen maximal 50 Millionen für die Sportangebote, dann ist das ernüchternd. Und ich habe den Eindruck, 1 Milliarde für Lernrückstände, die Bundesregierung kümmert sich um Mathe, Deutsch und Fremdsprachen, aber nicht um Bewegung. Das will ich jetzt einfach mal so reinhauen. Entweder teilt ihr meinen Eindruck oder ihr erklärt es mir. Sind wir eine verkopfte Nation, wo die schönen Künste, also wo Sport, wo Theater, ne, wie gesagt, ist am Theater, wo Kultur, alles das, was mit Selbsterfahrung, mit Bewegung, mit Menschen zu tun hat, spielt das keine Rolle? Also ich meine, die Frage hast du bestimmt direkt Falco gestellt, aber da kann er vielleicht nochmal eine Minute drüber nachdenken. Ich meine, klar, das ist ja das, was ich ja in doppelter Hinsicht im letzten Jahr erfahren habe, als jemand, der am Theater arbeitet, seit über 20 Jahren im Kunstbereich und auch in der Theaterpädagogik tätig ist. Ich fand es ist total erschreckend, wie häufig wir zu Beginn dieser Pandemie über die Frage der Systemrelevanz gesprochen haben. Und diese Frage nach der Systemrelevanz war doch im Grunde nichts anderes als so eine verkappte, was ist uns eigentlich wichtig? Aber es war nicht, was ist uns wichtig, sondern was ist wertvoll in der Gesellschaft? Und nach Oscar Wilde würde ich ja sagen, es ging gar nicht um den Wert, sondern es ging um den Preis. Also was hat am Ende irgendwie das größte Preisschild und nicht den größten Wert? Und nur so ist es zu erklären, warum wir reihenweise Orte der Begegnung und des Austausches, also zentrale Orte der Demokratie, Marktplätze der Gedanken, Bewegungsorte geschlossen haben. Und ich sage es mal jetzt ein bisschen polemisch, Orte mit hoher Rendite weiterhin aufrechterhalten haben. Ich fand es erschreckend, dass Künstlerinnen und Künstler überhaupt die Frage beantwortet haben, ob sie systemrelevant sind oder nicht. Systemrelevanz war eine Fragestellung, die wir in den 20er Jahren hatten im Zuge der Wirtschaftskrise. Und das jetzt zu übertragen auf andere Bereiche, finde ich an sich schon absurd. Weil wir können nicht sagen, ist Bewegung für Kinder systemrelevant. Du wirst es auf einer mathematischen Formel nicht runterbrechen können. Aber wir in dieser Runde sind uns doch darüber einig. Ich fand das, das muss man ja auch sehen, die Folgen der Pandemie, selbst die wirtschaftlichen Folgen für die Sportvereine aufgrund ihrer Struktur, werden ja sich erst in 1-2 Jahren überhaupt erst zeigen. Das ist ja nichts, was wir jetzt auf dem Blatt sehen. Das muss man ja verstehen, wie hier überhaupt die Gelder fließen. Wir werden in 2 Jahren sehen, dass da die Gelder fehlen werden. Und wir werden sehen, dass in den sogenannten freiwilligen Ausgaben, Leistungen, freiwillige Leistungen, die ja der Sport ist, dass da die Kommunen dann irgendwann, wenn sie klappt bei Kasse sind, dann sagen müssen, tut uns leid, rein verfassungsrechtlich ist das eine freiwillige Ausgabe und Leistung. Die Grünen haben ja da extra auch gefordert, dass es ein milliardenschweres Paket geben muss, um genau darauf vorbereitet zu sein, wenn die Kommunen sagen, wir wollen hier keine Sportangebote für Kinder und Jugendliche zumachen. Wir wollen weiterhin die Übungsleiterpauschalen zahlen können, aber das packen wir einfach nicht, weil wir müssen ja irgendwie uns auch darum kümmern, dass der Müll abgeholt wird. Und wenn die Kommunen, ich sitze ja selbst im Kreistag, wenn ich dann entscheiden muss, lasse ich den Müll stehen. Ich glaube, ich würde sogar eher noch für die Übungsleiterpauschalen stimmen, aber das ist eine andere Frage. Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da wird noch richtig was auf uns zukommen. Und vielleicht noch ein Punkt, auch den du gerade gesagt hast. Da werden 2 Milliarden jetzt zur Verfügung gestellt. Wir haben es bei der Digitalisierung doch auch gesehen. Da wurden auch was für Summen in den Raum gestellt. Aber es ist doch sehr ernüchternd, wenn man dann drauf guckt, wie viel davon dann letztendlich abgerufen wird. Das ist nämlich sehr, sehr gering, sehr, sehr marginal, was einfach auch damit zu tun hat, weil es vielleicht teilweise zu schwer ist, um das zu beantragen oder unattraktiv oder welche Gründe es da sonst noch gibt. Und ich glaube, da muss eine nächste Bundesregierung auch wirklich Leute mit am Tisch haben. Kerstin hat es vorhin gesagt, die aus dem Bereich kommen und auch mal sagen können, das ist ja nett gedacht, was ihr hier vorhabt, aber das wird niemanden erreichen. Da müsst ihr ein bisschen anders dran gehen. Und Falco, eine Sache noch. Ja, wir können nicht mit dem Wissen von heute auf die Fragen von gestern antworten.
Aber wenn wir das ernst nehmen, mit dem aus der Vergangenheit lernen, dann heißt das aber auch jetzt wirklich auch genau das, wie du es ja gesagt hast, Pädagogen, Pädagoginnen an den Tisch holen, Leute aus den Verbänden an den Tisch holen, die in der Pandemie wirklich gelitten haben. Und dazu gehören auch Künstlerinnen und Künstler, Pädagoginnen und Leute aus dem Sportbereich. Vielen Dank. Jetzt haben Wiebke und Kerstin vehement genickt und Falco hat die Hand, ihr habt alle die Hand gehoben. Jetzt bin ich, ich will doch auch nochmal die Verbandsseite, weil in der Tat, es ist euer tägliches Brot, etwas zu organisieren, Bewegung und Sport zu organisieren, was, wie wir jetzt gehört haben, auf kommunaler Ebene eine freiwillige Ausgabe ist, im Bundesprogramm sehr, sehr, sehr gering vorkommt. Und eben sagte Falco so, diesem Ministerium zugeordnet. Es gibt eigentlich nicht wirklich einen Minister für diese Aufgabe, die doch Millionen von Kindern und Sportvereinen betrifft. Und in jeder politischen Rede, wir sind so stolz für das Ehrenamt und dass Deutschland so wahnsinnig viele Vereine hat. Jetzt, Wiebke, bist du auch stolz, ne? Ja, ich möchte nicht weiter zur Ernüchterung beitragen, aber ich kann nur in die gleiche Kerbe wie der Besat schlagen, denn 50 Millionen sind auch eine ganze Menge Geld und ja, auch der Sport profitiert davon, aber wir müssen auch genauer hinsehen. Das ist das, was der Besat gerade sagte mit dem geforderten Förderprogramm. Denn das Aufwärtspaket können wir nur absolut begrüßen. Wir können auch begrüßen, dass zusätzlich mitgedacht ist, eine Bewegungskampagne zu fahren, die das Bundesjugendministerium mit der Deutschen Sportjugend ausgehandelt hat. Aber bei den 50 Millionen muss man auch sehen, dass das Mittel sind, die nicht für die Bewegungsangebote vor Ort konkret sind, sondern tatsächlich für strukturellen Sport. Ich bin die Vorsitzende einer Jugendorganisation. Ich kann mich darüber natürlich nur freuen und möchte das auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es wird unsere Kinder letztlich nur mittelbar beziehungsweise wenig bis gar nicht mehr in Bewegung bringen, sondern da wird gesprochen von der Förderung von Jugendfreizeiten. Da ist ein Aufwuchs von Mitteln im Kinder- und Jugendplan gemeint, sprich für das ehrenamtliche Engagement, für die Verbandsarbeit von Sportvereinen, Sportverbänden. Das heißt nicht, dass Geld zur Verfügung gestellt wird, um sicherzustellen, dass wir qualifiziertes Personal haben, dass wir Infrastruktur haben, dass wir Rahmenbedingungen haben, um tatsächlich Kindern, egal aus welchen von welcher Herkunft sie kommen, also sprich für alle Kinder, wo sie wohnen in der Stadt, auf dem Land, wie nah oder fern ihr Verein ist, ein Bewegungsangebot zu machen. Das ist darin nicht enthalten. Und das ist eigentlich etwas, worin wir jetzt investieren müssen. Das hat ja Kerstin eingangs gesagt und hat gesagt, wir haben keine Generation verloren, aber wir müssen jetzt investieren, um das nachzuholen. Denn wir müssen nicht nur Mathe, Deutsch, Englisch nachholen. Du hattest eingangs gesagt, Sport macht gesund. Sport macht aber auch schlau. Und es geht nur Hand in Hand. Und tatsächlich, das, was fehlt, ist das Geld für konkrete Bewegungsförderung für das Kind vor Ort. Ich würde vielleicht gerne noch einen anderen Aspekt mit einbringen. Wenn wir jetzt darum reden, was haben Kinder verpasst in dem Jahr? Ne? Also in dieser ganzen Diskussion habe ich immer so das Gefühl, wir legen unsere Leistungsnachweise für die Schulfächer an und denken, oh, die können irgendwie die Anforderungen in Mathe, Deutsch, Fremdsprache nicht erfüllen. Und deswegen müssen wir die jetzt fördern. Deswegen müssen wir die Schulferien verkürzen, die müssen in Feriencamps. Aber wir vergessen, dass wir die Kinder vielleicht erstmal da abholen müssen, wo die sind. Ne? Also die Kinder hatten 15 echt schwierige Monate. Und ich weiß nicht, wer ihn schon gelesen hat. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie für Kinderpsychosomatik, die haben heute einen offenen Brief geschickt an unsere Ministerien, wo es darum ging zu sagen, Leute, das ist alles schön und gut. Aber wenn wir uns angucken, welchen Ansturm wir im Moment auf die Praxen haben, dann müssen wir erstmal auch im Setting Schule die Kinder wieder an dieses gemeinsame Zusammenlernen und Leben heranführen. Und da ist der Sport der Schlüssel der Lösung. Ne? Also nicht jetzt die dritte Sportstunde, da wo sie überhaupt noch stattfindet, streichen, damit wir noch eine Förderstunde Mathe haben, sondern den Sport und den qualifizierten Sport über die Vereine jetzt da reinbringen, damit die Kinder wieder sehen, wie ist es, Struktur zu haben, wie ist es, gemeinsam zu leben, wie ist es, gemeinsam Regeln auszuhandeln. Dann sind sie in ein paar Monaten auch wieder fit, Mathe, Deutsch, Englisch nachzuholen. Und das geht mir in dieser ganzen Diskussion wieder verloren. Unser Ziel sind doch nicht Hochleistungskinder, die den PISA-Test bestehen. Unser Ziel sind doch lebenskompetente Kinder, die glückliche und kompetente Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Das vergessen wir auch in der Diskussion, finde ich. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich sollte mal 300 Sachen ergänzen, auch wenn ich weiß, dass mit manchen Aussagen wahrscheinlich nicht nur
nicht nur Unterstützung bekomme, aber ich glaube, manche Sachen muss man ja zumindest auch nochmal mit einsortieren können. Also mal eins vorweg, ich bin froh, dass wir überhaupt diese 2 Milliarden haben, weil lange Zeit war das nicht klar. Das finde ich, muss man mal in aller Deutlichkeit sagen. Das war ein harter Kampf, dass wir überhaupt dieses Aufholprogramm bekommen haben. Und insofern sage ich ja auch, ich glaube, wir alle könnten uns ganz viel vorstellen, wofür wir mehr Geld und mehr Möglichkeiten und natürlich ganz unbürokratisch brauchen. Ich glaube, das könnten wir alle sofort unterschreiben. Aber am Ende, Politik lebt ja davon, dass wir es konkret machen. Und ich bin erstmal froh, dass wir die 2 Milliarden haben. 1 Milliarde davon geht in der Tat in den ganzen schulischen Bereich, also Lernrückstände aufholen. Ich finde übrigens, also ja, ich komme ja auch aus dem Jugendverband und habe auch und werbe immer dafür, dass Bildung viel, viel mehr als reines Schulwissen ist. Trotzdem finde ich, müssen wir eben schon auch anerkennen, dass es dort gerade in vielen Familien, gerade für viele Kinder, die nicht so tolle Eltern hatten, die jeden Tag mit ihnen ihre Referate über Tiefsee und anderes gemacht haben, sondern die einfach ein echtes Problem haben, weil ihre Eltern sich im letzten Jahr nicht darum gekümmert haben, wie sie irgendwie in der Schule weiterkommen. Und dass wir eben dort für die unterschiedlichsten Nachhilfeprogramme einfach auch Geld in die Hand nehmen müssen, finde ich, ist an der Stelle wichtig. So. Und die andere Milliarde geht in der Tat, und da sind es eben dann auch nicht nur die 50 Millionen, sondern es sind ja noch über die unterschiedlichsten Kanäle, gibt es ja verschiedene Dinge. Wir haben den Kinder- und Jugendplan, das ist das, was eben angesprochen wurde, der wird aufgestockt. Damit gibt es Gelder auch für die alltägliche, für die strukturelle, aber auch für die konkrete Programmarbeit. Es gibt zusätzlich Geld für die Mehrgenerationenhäuser, wo übrigens explizit auch die Kooperation mit Sportvereinen und Bewegungsangeboten vor Ort mit angesprochen werden. Es gibt Geld für Freizeit- und Ferienaktivitäten, wo Familien bis zu 90% der Kosten abgenommen werden für ihre Ferien- und Freizeitangebote, die sie in diesem oder im nächsten Jahr oder ich glaube sogar bis 23 bis zu einer Woche dort verbringen. Wir haben außerdem einen Freizeitbonus, der insbesondere dann für Kinder, die aus Eltern kommen, die eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, dann auch nochmal das ein oder andere auf Ferienangebot hoffentlich ermöglicht, was sie sich sonst hätten nicht leisten müssen. Also natürlich, ich glaube, gerade im sozialen Bereich sind wir jemals zufrieden? Nein, sind wir nicht und wir haben gute Gründe damit, nicht zufrieden zu sein. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir die 2 Milliarden erstmal haben und dann ist es auch ein bisschen mehr, als manchmal vielleicht suggeriert wird. Und ich finde, bei allem, wo man sich dann natürlich auch mal parteipolitisch in unterschiedlichen Rollen damit auseinandersetzen muss, finde ich, ich bin auch vor allem froh, dass wir die 2 Milliarden haben. Ja, definitiv. Ich auch. Ich weiß nicht, was die Lufthansa an Förderung bekommen hat, aber ich bin auch total froh, dass jetzt diese allgemeine Besteuerung... Keine Förderung, die sie nicht wieder zurückzahlen muss, will ich in aller Deutlichkeit sagen. Die Lufthansa hat kein Geld bekommen, was nicht zurückgezahlt werden muss. Ja, das ist richtig. Andererseits investieren die Niederlande 8,5 Milliarden in den Kinder- und Jugendbereich und haben nicht ganz so viele Einwohner. Also, ne, die 2 Milliarden sind super, aber ich glaube, wir haben noch Luft nach oben und vor allem die wirklich strukturelle motorische Grundlagenausbildung, die kann noch ein bisschen Anschub gebrauchen. Und da haben wir keinen Dissens, dass wir mit Sicherheit auch immer noch mehr machen können. Deswegen arbeiten wir auch weiter. So ist es. Und jetzt habe ich Besat noch gesehen, bevor ich wieder mit einer Frage reinreite. Genau, also was ja, ich will da auch, glaube ich, überhaupt, also ich will da gar nicht, ich könnte da jetzt sticheln, aber ich lasse das jetzt ja einfach mal in dieser Runde, weil ehrlich gesagt will ich mich damit nicht so ganz zufrieden geben mit dem, ich bin froh, dass wir die 2 Milliarden haben, weil es geht ja oftmals, und das ist ja auch im Chat hier angeklungen, es geht ja oftmals gar nicht um das Geld, sondern wie es eingesetzt wird. Und ich habe mich schon damals aufgeregt, wir können nochmal kurz einen Schlenker machen zur EU, da wurde ja auch ein mit mehreren Milliarden, und da sind ja immer Unmengen an Beträge, Youth in Action hieß das früher, jetzt das Folgeprogramm, wie viel dann am Ende doch wirklich für den Sport da ist, das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was man da an Aufwand betreiben muss, um diese ganzen Gelder dann auch zu beantragen. Aber ich glaube, nochmal zu dem Punkt mit, es ist oftmals gar nicht das Geld. Wir haben hier in Hessen sehr, sehr schnell reagiert und auch den Vereinen da sehr schnelle Unterstützung auch zugesagt. Und die Rückmeldung von den Vereinen, und das war ja erst möglich, nachdem wir ihnen auch die Angst genommen hatten, wie, hey, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Das war erstmal ganz wichtig, den Ehrenamtlichen, weil das machen wir uns vor, das sind ja Ehrenamtliche, die erstmal Angst haben, was mache ich jetzt, wenn jetzt die Mitglieder irgendwie alle austreten? Wir lassen euch nicht im Regen stehen. Und danach ging ja der konstruktive Dialog eigentlich erstmal weiter. Okay, was braucht ihr denn eigentlich? Und dann kamen wir wieder zu dem Punkt, was eigentlich die letzten Jahre mit den Vereinen passiert ist. Und es ist ja auch hier im Chat schon mal geschrieben worden, wie viel die Vereine an gesellschaftlichen Aufgaben in den letzten Jahren übernommen haben. Von Hausaufgabenbetreuung über Integration, über Inklusion,
Ich habe letztens erst mit einem Vereinsvorstand, die in der Integration von Geflüchteten Arbeit tätig sind, gesprochen. Die haben mehrere Waschmaschinen da aufgestellt, da kommen die Geflüchteten hin, waschen dort ihre Sachen, also Waschsalon. Die machen ja alles mittlerweile. Und wenn man sich überlegt, wofür ist der Verein eigentlich da? Im Grunde nach BGB ja eigentlich nur, um das Sporttreiben zu ermöglichen. Das ist eigentlich der originäre Sinn und Zweck. Und was ist das, was den deutschen Sportverein über die Jahre und Jahrzehnte überhaupt hat überleben lassen? Das war die Geselligkeit. Die Geselligkeit, die jetzt in der Corona-Pandemie das erste Mal seit Bestehen der Sportvereine nicht mehr gegeben war, weil die Leute nicht mehr zusammengekommen sind. Und das ist die eigentliche Krise des Vereins. Dass wir haben in der Corona-Krise erlebt, was passiert, wenn man das Fundament des Zusammenlebens in einem Verein wegnimmt, nämlich die Geselligkeit, das Zusammenkommen. Und dafür, finde ich, haben wir auch noch keine Antwort, wie es nach der Pandemie weitergeht. Die Frage nach der Wertschätzung, wenn wir die Vereinsvorstände angucken. Der organisierte Sport steht eigentlich im Moment an der Schwelle einer Strukturweiterentwicklung. Da wird sich personell in den nächsten Jahren unglaublich viel tun, ob jetzt gewollt, wie in vielen Sportkreisen oder ungewollt im DOSB-Präsidium. Das mag ja so dahingestellt sein, aber es gibt eine Veränderung in den nächsten Jahren und ich glaube, da täte es gut, über die Fragen, die sich in der Corona-Pandemie ergeben haben, da nochmal Politik und Sport zusammenzukommen und sich zu überlegen, wo will eigentlich der Sport, wo will eigentlich diese Zusammenarbeit zwischen Politik und Sport hin? Und ganz konkret, weil Falco, ich finde das gut, ich finde das super, dass du das sagst. Das können nur Leute, die aus der praktischen Jugendarbeit auch kommen. Wir müssen über das Machen reden und über das Konkrete. Es ist die Frage, ist denn die Aufteilung, wie wir sie im Moment haben, noch sinnvoll, dass der Bund sich überwiegend für den Spitzensport einsetzt und sozusagen den gesamten Breitensport den Ländern überlässt? Und da sind ja auch anhängliche Fragen wie WADA, NADA, Integrität des Sports. Wir haben in Hessen die Geschäftsstelle für diese Unter-AG der Sportministerkonferenz Integrität des Sports. Das ist eigentlich eine Sache, die im Bundesministerium sein müsste, dort koordiniert sein müsste und noch ein viel, viel stärkeres Engagement, nicht nur für Sportgroßveranstaltungen, sondern viel, viel mehr für all diese sozialen Fragen des Sports. Vielen Dank. Also starkes Plädoyer, wo du gerade den Chat angesprochen hast. Ich sehe den immer mal wieder aufblitzen und würde deswegen gerne noch mal Annette fragen. Es haben sich vermutlich ein paar Fragen angesammelt. Also der Chat war sehr lebhaft, würde ich mal sagen. Und ja, ich versuche, das mal eben so ein bisschen zusammenzufassen in der Kürze. Also grundsätzlich geht es tatsächlich um die Sachen, über die wir hier die ganze Zeit diskutiert haben. Die Überforderung von Vereinen und die zusätzlichen Aufgaben, die die Vereine haben und wie sie das Ganze denn leisten wollen. Das ist tatsächlich in den Paketen nicht drin, sondern eigentlich eher das, was on top noch dazu kommt. Und da gab es eben auch den Wunsch, dass man sich darüber Gedanken macht, denn wie kann man Vereine per se unterstützen? Es gab auch noch mal den Hinweis, Moment, dass der Sport auch ein zentrales Erfahrungsfeld ist und eben da Engagement stattfinden muss. Aber letztendlich all das, was Besat gerade gesagt hat, ich gucke noch mal weiter runter. Es ging dann auch noch mal um Sportvereine, dass Sportvereine im Jahr 2016 unentgeltliche Leistung zur Verfügung gestellt hat von 2,4 Milliarden. Das war so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. 2 Milliarden sind doch schon mal recht viel, aber es wird ja vom Ehrenamtlichen, von den Ehrenamtlichen auch eine Menge Leistung bereitgestellt, das eben auch noch mal entsprechend zu würdigen und auch als eine Größenordnung mit wertzuschätzen. Es gab auch noch einen Hinweis einer Mathe- und Sportlehrerin. Kann ich Gelder für die Schulen unterstützen, aber wir müssen dazu kommen, dass das Fach Sport einen entsprechenden Status erhält. Also da gab es noch mal die Angst, dass der Stellenwert des Sportes, mir jetzt ist erstmal wichtig, Deutsch, Mathe, erstmal das aufzuholen, aber dass der Sport als auch ein wichtiges Lernfach nicht entsprechend die Würdigung hat. Ich meine, es gibt 3 Sportstunden, wir alle kennen die Realität, dass da noch mal drauf hingewiesen wurde. Und deswegen war da nochmal der Hinweis, dass man auch noch zusätzlich zu den Pflichtsportstunden, also dass die auch in der Regel stattfinden und gut vom geschulten Personal stattfinden, eben auch das Ganze dann in den außerschulischen Bereich ausstrahlt und man sich auch nochmal in den Pausenbereich anguckt, ob man es da Dinge verbessern kann.
Ich hoffe, ich habe damit alles zusammengefasst. Es gibt eine große Herausforderung, die gesehen wird, der Vereine, nämlich zwischen Solidargemeinschaft und Dienstleister. Das ist das Dilemma, in dem sich die Sportvereine auch im Moment befinden. Und damit gebe ich zurück an Rainer. Ja, vielen Dank. Und in meinem Kopf spielt sich gerade eine überraschende Wendung ab. Und ich spiele das mal in die Gruppe rein. Wesert hat eben von Wert und Preis gesprochen. Und wir haben tatsächlich eine gesellschaftliche Diskussion, auch natürlich durch Umweltschutz angestoßen. Es gibt viele Firmen, die Natur ausbeuten und damit sozusagen die Allgemeinheit belasten und die Gewinne privatisieren. Und eben bei einem Votum dachte ich, na Mensch, mein Tischtennisverein, der hat auch Beiträge von jedem Einzelnen, der Mitglied ist. Und hin und wieder machen die mal Projektanträge und bekommen für besondere Aufgaben befristet besonderes Geld. Wenn aber die Vereine einen solch großen Benefit, also Gesundheitsvorsorge, politisches Engagement in der Gesellschaft aktiv sein, müsste man dann nicht eigentlich tatsächlich sagen, wenn man das als öffentliches Gut akzeptiert, man müsste die Vereine auch ein bisschen mit einer finanziellen Grundausstattung, damit die das, was für unsere Gesellschaft wirklich so einen großen Benefit hat, auch erbringen können. Also ein bisschen erinnert mich das so an die Krankenkasse oder die Rentenversicherung. Alle, die arbeiten, zahlen da ein. Und irgendwann kommt die Schweiz daher und sagt, wir machen eine Bürgerversicherung, weil es ist ein öffentliches Gut, dass die Menschen im Alter abgesichert sind. Und die Rentenversicherungen fliegen uns um die Ohren. Und vielleicht fliegt uns der Sport und seine Vereine um die Ohren, wenn wir das nur breitagsfinanziert machen. Ja, die sind in der offenen Ganztagsschule aktiv, dann sollen sie noch Inklusion machen und Waschmaschinen für Flüchtlinge aufstellen. Und das machen die irgendwie alle so. Also merkt ihr, dass ich irgendwie gerade, brauchen wir klein-klein oder müssen wir irgendwann den großen Wurf sagen und sagen, diese gesellschaftlichen Player sind so bedeutsam, dass sie eigentlich irgendwie nicht beitragsfinanziert, sondern steuerfinanziert sein müssten. Ist das eine bekloppte Frage, die ich da stelle, auch für die Funktionärinnen? Ihr sagt, ich glaube, wir brauchen ein Signal, wer anfängt. Oh. Also ich glaube, Männer waren die Ersten. Wer war der Erste? Die Männer. Die Männer. Ich habe jetzt Falco zuerst und Bisa als Zweites gesehen. Falco. Gut, können wir auch so rum machen. Also ich glaube, von der Sache her völlig klar. Ich glaube, wir alle, die aus ehrenamtlichen Strukturen kommen, wissen doch, wie ätzend und falsch es eigentlich ist, sich von Projekt zu hangeln. Sondern es braucht eine strukturelle Förderung und eine strukturelle Absicherung. Und wenn ich ja vorhin gesagt habe, dass Ehrenamt Hauptamt braucht, dann ist das ja nicht nur ein Schlagwort, was wir alle aus den Jugendverbänden oder den ehrenamtlichen Strukturen kennen, sondern dann heißt das ja auch wirklich was. Und vielleicht auch das, manchmal ist es ja gut, wenn man auch da wieder Dinge konkret macht. Ich komme ja aus einer Stadt, wir haben vor vielen Jahren eingeführt, das ist eine strukturelle Förderung, also dass es Pauschalmittel für Verbände in der Kinder- und Jugendarbeit gibt, inklusive übrigens dann auch den Sportvereinen am Ende auch, die auch institutionalisiert Gelder pro Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir sehen, dass sich darüber ja auch wirklich langfristig Strukturen aufbauen und halten können. Und das ist am Ende aus meiner Sicht wirklich auch die Überzeugung, wie wir mit solchen Strukturen umgehen müssen, sie nämlich langfristig und nicht über Projekte abzusichern. Dass ich trotzdem natürlich über Projekte, wenn ich auch mal bestimmte Entwicklungen oder Schwerpunkte anreizen möchte, auch über Projekte arbeite. Ich meine, das kennen wir alle aus unseren eigenen Strukturen und Verbänden ja auch, dass ich da mal einen Impuls setzen will. Aber es muss eben auch eine Absicherung der strukturellen Arbeit geben. Das kann sich, und das knüpft ja auch wieder an, was ich vorhin gesagt habe, das kann sich eben ja auch nicht jede Kommune aktuell leisten. Und deswegen kann ich es wahrscheinlich am Ende auch nicht alleine auf die kommunale Ebene abschieben. Jetzt muss man aber auch, und ich finde, also ich bin wirklich niemand, der irgendwie immer den Finger auf andere, also jeder, der mich kennt, weiß das. Aber dann müssen wir uns ehrlicherweise auch in Deutschland mal angucken, wer ist wofür verantwortlich. Und dann tut es mir auch leid und tut mir leid, jetzt muss ich nochmal sagen, Wesert, so einfach kommt man auch immer nicht raus, wenn man aus einer Partei kommt, die in fast allen oder in vielen Landesregierungen mit regiert, inklusive in Hessen, ehrlicherweise. Und die Förderung von Sport ist in unserem Fördereien Aufbau Aufgabe des Landes. Du hast eben gesagt, man muss sich fragen, ob der Bund
nicht nur bei der Spitzensportförderung, das stimmt, da wäre ich auch dafür. Da müssen wir uns aber ehrlicherweise mit den Ländern auch angucken. Erstens, ob die Länder bereit sind, diese Aufgabe abzugeben, oder aber, ob die Länder auch heute diese Aufgabe, und zwar auch in allen Ländern, ich meine, auch da will ich mich ja nicht aus der Verantwortung nehmen, es gibt ja genug Landesregierungen, in der wir mit drin sind. Deswegen ist das wirklich keine Frage alleine von politischer Couleur, aber ich lasse mir auch nicht von anderen sie zu einer Frage der politischen Couleur machen. Dann müssen wir uns eben angucken, ob wir entweder auf Landesebene heute dieser Aufgabe gerecht werden oder ob die Länder bereit sind, diese Aufgabe auch abzugeben, dann aber auch mit allen Konsequenzen im Zweifel. Aber in der Sache, ich glaube ja, und das haben wir auch an anderer Stelle, ich sage mal Demokratiefördergesetz, wir müssen dahin kommen, dass wir die Strukturen von ehrenamtlicher und Verbands- und Vereinsarbeit stützen und nicht eben Projektförderung betreiben. Ja, jetzt haben wir das ganz große Fass aufgemacht. Ich merke das schon. Vielen Dank. Besat, wolltest du direkt dazu? Ja, also ich finde, also an dem, was du gesagt hast, würde ich einen Satz nochmal rausgreifen und den unterstreichen. Es hat überhaupt nichts mit Parteizugehörigkeit zu tun. Und die Frage, die ich vorhin gestellt habe, war eine strukturelle. Also völlig unabhängig von, wer wo irgendwie beteiligt ist. Und ich kann dann nur unterstreichen, und die Erfahrung mache ich ja immer wieder, wirklich quer durch die Parteienlandschaft außer der AfD, dass einfach wirklich dort gerade in sportpolitischen Fragen von Leuten, die aus diesen Strukturen herauskommen, doch sehr ähnliche Denke auch da ist. Sehr ähnliche Denke, vor allem in Bezug auf die Fragestellung. In der Antwort kann man durchaus unterschiedlich sein, aber man diskutiert zumindest dieselben Fragen. Und das, finde ich, ist eigentlich das Bereichernde. Was natürlich jetzt gerade nochmal bei dem Punkt, wir reden schon wieder ganz viel über Geld. Und ich finde, das ist zu kurz gegriffen. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, es geht um Wert und Wertschätzung. Und es hat auch, darum da was konkret auch nochmal zu sagen, damit zu tun, wenn wir mit einem Transparenzregister zum Beispiel das Leben für Sportvereine erschweren. Wenn wir in puncto, also es gibt auch ganz viele Sachen wirklich auf kommunaler Ebene, die es wirklich einfach schwer machen, den Vereinen zusätzlich einfach Sachen zu erbringen, einfach nur um ihrem Alltagsgeschäft nachzugehen. Da wünsche ich mir wirklich auch auf kommunaler Ebene nochmal viel, viel stärkeres Fund für die Sportpolitik, weil da ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, bei euch jetzt, Falco in Wolfsburg, da sitzt du natürlich jetzt damit da, ich bin bei uns in Gießen, aber ich glaube nicht, dass das die Normalität ist, alleine in Hessen, in den 426 Städten und Kommunen, dass sie da überall irgendwie einen Sportpolitiker, eine Sportpolitikerin haben, die die Interessen des Sports dann vertritt. Und dann passiert das nun mal, dass das dann hinten runterfällt. Und das Bild ist letztendlich das, und da kann man jetzt entweder allgemein über Corona reden oder nicht, aber wir haben Schilder auf Plätzen, wo drauf steht, Betreten ist Unbefugten verboten, und das über ein Jahr, und da findet auch nichts statt. Und wenn wir ein bisschen mehr Leute da hätten in den Kommunen, die da vielleicht aber mal ab und zu die Frage nur stellen, sag mal Leute, ist das sinnvoll, dass wir diese riesengroßen Plätze an der frischen Luft weiterhin gesperrt haben und dass da nichts drauf stattfinden kann? Das ist sinnbildlich für das Potenzial, was wir nicht nur im letzten Jahr liegen lassen. Und da geht es nicht um Geld, sondern da geht es einfach auch um Wertschätzung. Mhm. Ich würde da gerade noch mal anschließen wollen, dass ich finde, die Frage, wie kann man Vereine unterstützen, tatsächlich nicht immer nur eine des Geldes ist. Ne? Also klar, wir brauchen Strukturförderung, wir können nicht nur über Projekte arbeiten, und das Ehrenamt braucht eine hauptamtliche Unterstützung, aber der ehrenamtlich organisierte Sport ist ja auch gerade die Stärke, also dieses Ehrenamt, diese Menschen, die bereit sind, Zeit und Herzblut zu investieren, die machen ja auch den Mehrwert des Sportes zum großen Teil aus. Und ich glaube, an mancher Stelle müssen wir auch überlegen, wie können wir es denen wieder einfacher machen? Da ist es gar nicht die Frage, wie viel Geld können wir noch für die auf den Tisch legen, sondern wie viele Aufgaben haben wir denen übergeholfen? Von der Datenschutzgrundverordnung über die Hygiene, über die Sache, wie teste ich meine Mitglieder? Können nicht wir, sage ich mal jetzt als Institutionen, ihnen das abnehmen, dass der Übungsleiter sich nicht für seine 7,50 Euro überlegen muss, wie teste ich 30 Kinder, sondern dass wir von den Schulen ausgehend, wo sie regelmäßig getestet werden, ein System erfassen, mit dem die Kinder einfach in den Sportverein gehen, sagen, Testpflicht erledigt. Und dann hat es der Übungsleiter viel einfacher. Weil ganz ehrlich, die Leute, die in der Halle und auf dem Platz stehen, die wollen Kinder in Bewegung bringen. Ne? Die wollen sich nicht damit Führungszeugnissen und mit Hygieneregeln. Die machen das alles. Aber ich glaube, wir können genau das, was die Wiebke angesprochen hat, die Leute wieder zurückzugewinnen, was so wichtig ist für unseren Sport. Dafür müssen wir die Bürokratisierung, diese ganzen Zusatzaufgaben versuchen. Dafür brauchen wir Strukturen.
Und dafür brauchen wir natürlich auch wieder Geld. Aber wir müssen irgendwie versuchen, diesen Ehrenamtlichen manchmal das Leben auch wieder ein bisschen leichter zu machen. Ihr Lieben, wir sind schon 5 Minuten vor Finale und ich mute euch zum Schluss noch eine schwierige Aufgabe zu, denn wir müssen den Sack irgendwie rund oder zukriegen. Wir haben schon gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Ansätze, von Detail bis hin zu dem ganz großen Wurf und so eine Ausstattung über Pauschalen, wie bei den Kindern jetzt von der SPD angedacht. Muss man immer jedes Einzelne fördern oder sagt man einfach Grundbetrag, Grundsicherung, wie auch immer. Also wir haben ganz viele Ideen jetzt im Raum. Und eure schwierige Aufgabe ist jetzt Schlussfinale. Ich bin Theologe, deswegen stellt euch bitte für einen kurzen Moment vor, ihr seid der liebe Gott, männlich oder weiblich, der liebe Gott hat kein Geschlecht und ihr dürftet in eurer großen Allmacht 2 Maßnahmen durchsetzen, wo euch auch keiner reinfuschen kann. Was wären eure 2 Maßnahmen, wo wir sagen, wenn das so zentral ist, damit würde uns schon ein großer Wurf gelingen, um Bewegung für Kinder und Jugendliche besser zu machen. Ihr merkt, ich rede ein bisschen, weil die Aufgabe ist so schwer, dass ich euch Zeit verschaffen will zum Nachdenken. Oh mein, ich war noch nie der liebe Gott und jetzt muss ich plötzlich 2 Maßnahmen. Und ihr merkt, das Geschäft, Gott zu sein, ist auch nicht ganz einfach. Ich hätte auch Bundeskanzlerin, aber ich habe gedacht, nee, das ist eine Kategorie zu einfach für euch. Also, wenn schon ganz nach oben, richtig? So, und wer jetzt sagt, ich als Gott könnte schon 2 tolle Maßnahmen in den Ring schmeißen? Kerstin, ist das eine Handmeldung? Oder von... Der Besatz sagt ja, es ist eine. Ja, Kerstin, also, was wären deine zentralen Maßnahmen? Also meine erste zentrale Maßnahme, ich würde analog zu den Hunden dieses Landes das Recht auf die eine bewegte Stunde am Tag auch für Kinder gesetzlich aufnehmen. Es gibt es ja. Jeder Hund hat demnächst einen Anspruch auf eine bewegte Stunde. Das wäre meine erste Maßnahme. Jedes Kind hat das Recht auf eine bewegte Stunde. Und ich würde die motorische Grundlagenvermittlung in die Erzieherausbildung und in die Grundschullehrerausbildung, und zwar alle Grundschullehrer, also egal, nicht die Sportlehrer, sondern jeder Grundschullehrer muss eine Ausbildung in motorischer Grundlagenvermittlung haben. Und da würden wir natürlich auch die Räume so angestalten, dass wirklich jedes Kind 6 Quadratmeter in der Kita hat, Bewegungsräume und so weiter. Ja, vielen Dank, Frau Kerstin Göttin. Wer darf als nächstes seinen Heiligenschein polieren und 2 uneingeschränkte Allmachtsmaßnahmen formulieren? Ich kann ja mal weitermachen. Also ich glaube, wenn ich das vor allem jetzt auf den Bereich Kinder, Jugend und Bewegung fokussiere, also ich finde, eines der wichtigsten Ziele wäre grundsätzlich, dass in den schwierigsten Stadtteilen die besten Schulen stehen, und zwar wirklich die dann auch am Ende, und damit meine ich dann auch wirklich in der Infrastruktur mit Sportplätzen, weil wir jetzt ja natürlich auch über den Sport reden, einfach so ausgestattet sind, dass eigentlich sich der Rest der Region wünschen würde, dass sie auch genau dort wohnen und dort zur Schule gehen, damit sie eben auch in den Genuss der besten Schule kommen und es nicht wie in vielen Stellen leider noch genau andersrum ist. Ich glaube, das würde zumindest dann für die Perspektive, fürs Aufwachsen, für Bildungsgerechtigkeit, inklusive Bewegung und Charakterbildung mit Sicherheit die beste Startvoraussetzung bilden. Und wenn ich dann natürlich hier im Kreis bin, ich muss das trotzdem nochmal von eben aufgreifen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir für Vereine, für Verbände die Rahmenbedingungen auch strukturell absichern, die sie brauchen. Und vielleicht an der Stelle das auch nochmal, wenn ich eben auch von einer strukturellen Absicherung spreche, dann heißt es natürlich eben auch, dass Hauptberuflichkeit im Zweifel das abnimmt, was Ehrenamt dann eben nicht mehr leisten müsste an der Stelle, weil sie sich nämlich genau auf das konzentrieren, was Ehrenamtliche wollen, nämlich ihre Arbeit, für die sie dann ja auch am Ende in Vereinen und Verbänden aktiv sind, leisten können und eben nicht mehr mit all diesen anderen Dingen behelligt werden. Insofern, das wären mal zumindest so mit Blick auf Kinder, Jugend und Sport, glaube ich, die Dinge, die ich als erstes umsetzen würde. Vielen Dank, Falco. Auf Gott folgt Göttin, oder? Ja, bitte. Insofern würde ich als Göttin ganz klar sagen, dass, wenn mir die 2 nicht passt, ich einfach eine 3 draus mache, weil ich immer in kurz-, mittel- und langfristig denke, und würde kurzfristig auf jeden Fall allen Entscheidungsträgern den politischen Willen einflößen, tatsächlich daraus zu lernen und für den kommenden Herbst
auch dafür Sorge zu tragen, dass unsere Kinder und Jugendlichen aufgrund der Tatsache, dass sie aktuell noch keine Impfempfehlung haben, nicht die einzigen und vor allem die ersten sind, die wieder eingeschränkt werden, sondern dass wir ins Denken eines Ermöglichen kommen und tatsächlich die Konzepte, die es gibt, auch leben und auch im Rahmen einer Delta-Variante nochmal sicherstellen, dass möglichst lange, möglichst viel Bewegung, möglichst viel Bildung möglich ist. Als zweites würde ich nochmal mein Schlagwort des Förderprogramms für Bewegungsangebote nennen, das tatsächlich für die Basisarbeit, für das konkrete Sportangebot vor Ort Geld bereitgestellt wird. Und langfristig ist es angesprochen worden, würde ich es noch weiter fassen, müssen die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Das haben wir heute schon gehört. Denn Kinder brauchen haben Anspruch auf einen besonderen Schutz und brauchen Abwehrrechte gegenüber dem Staat, damit wir zukünftig, egal in welche Krise wir kommen, Kinder vor allem auch die Möglichkeit haben, ohne Lobby geschützt zu werden. Ja, Mensch. Wenn ihr euch, also wir sind ja sozusagen mehr, nicht so wie im Christentum und im Islam und im Judentum, so nur ein Gott, sondern wir sind ja so ein bisschen wie bei den Römern, es gibt mehrere Götter. Und wenn ihr euch das jetzt schon alles gewünscht habt, dann hätte ich gern einfach einen Mate-Tee, weil dann ist ja schon alles durch. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ich kann es wirklich bei einem Wunsch oder einer Veränderung belassen. Und die ist, dass wir Bewegung als etwas Lebens- und zwar Überlebenswichtiges anerkennen in all unseren Entscheidungen. Das hätte nämlich dann zur Folge, dass wir nicht mehr im Operativen die einzelnen Sachen durchdeklinieren müssen, sondern es wäre immer die Frage, ich habe vorhin die Stichpunkte gesagt, Städtebau, Bewegungsräume, also der Sozialraum, bieten wir das an, also dass wir wegkommen von dem, wir setzen uns ins Auto, fahren ins Fitnessstudio, um uns dort auf ein elektrisches Fahrrad zu setzen und dann wieder ins Auto und wieder, also all diese Sachen, einfach wirklich Bewegung als etwas Überlebenswichtiges zu sehen. Und das würde uns ja auch dazu bringen, dass wir eine Politik machen, die genau das auch in den Vordergrund stellt. Und das, glaube ich, das würde viele der Sachen, die jetzt eben gerade angesprochen wurden, unter anderem, was Falco nochmal gesagt hat, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Zugänge, Teilhabe an den gesellschaftlichen Strukturen, die besten Schulen in den schwierigsten Stadtteilen. Also wo sind eigentlich diese ganzen vulnerablen Gruppen? Wo sind die, die noch keinen Zugang haben zu? Dass wir die immer mitdenken, das würde ich mir auch wünschen für die weitere Sportpolitik. Ich danke der Vielgötterei für diese nochmal den ganz großen Wurf. Wir sind am Ende unseres Gespräches. Wir haben von den großen Finanzen bis zu den einzelnen Ehrenamtlichen, dem zivilen Ungehorsam, der auf den gesperrten Kindergarten geht und einfach sagt, nee, da müssen wir uns jetzt bewegen, diese Regel macht keinen Sinn. Über die Sozialräume, öffentliche Schulhöfe freimachen, Kitas großzügig, Personal bilden, damit qualifiziertes Bewegungsangebot. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, weil so viel in meinem Kopf ist. Diese Veranstaltung hatte das große Ziel zu sensibilisieren. Und ich habe mal irgendwann mir in mein Manuskript geschrieben, man soll ja auch ein bisschen politisch Druck. Das Wort Druck würde ich jetzt ersetzen. Ich hoffe, dass es so ein bisschen Energie freigibt. Das ist ein einfach schöneres Wort. Also wenn ihr zu Hause, wenn Sie zu Hause loslegen und sagen, Mensch, liebe Kommune, Mensch, Abgeordneter, wir wollen ja und wir müssen jetzt und das schaffen wir am besten zusammen, dann wäre es großartig und natürlich auch die Verbände, wenn ihr auf offene Ohren stoßen würdet. Und das, was Besat gerade so gesagt hat, wir müssen uns allen klar machen, Bewegung ist so existenziell wichtig für diese Generation. Wir können keine Kinder von Stubenhockern heranziehen lassen, denn die Welt ist groß und die Aufgaben sind groß und wir brauchen Menschen, die im Körper und Geist beweglich sind. Ich danke euch, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt, für die total nette Atmosphäre. Danke ich euch. Ich danke allen, die zu Hause oder wo ihr auch seid, zugeschaut habt. Ich danke natürlich der Deutschen Turnerjugend und der Stiftung, die ganze Veranstaltung hier vorbereitet haben. Es steht leider noch nicht fest, wann die nächste DTB-Denkfabrik stattfinden wird. Sie wird aber stattfinden. Und Themen gibt es genug,
Auch da wird dran gearbeitet. Ihr werdet es hoffentlich mitkriegen. Mir hat es Spaß gemacht, so außerordentlich gut aussehende, sympathische und Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, hier beim Gespräch zu haben. Ich danke euch, wünsche euch einen restguten Tag, total tollen Sommer, geht raus, bewegt euch und ich hoffe, dass wir uns irgendwann gesund und munter, heiter noch dazu, wiedersehen. Adieu. Tschüss. Tschüss.